Moin, läuft der Stream? Ja. Oh, hi Leute. Wir hatten vorvergangene Woche ja schon einmal die nette Diskussionsrunde, welche Form von Enquete wir hier im Landtag vorantreiben oder überhaupt noch einrichten möchten. Und da haben wir halt zwei große Bereiche. Das ist einmal die Enquete des Bereiches Privatsphäre, glaube ich, haben wir es getauft. Man möge mich ansonsten jetzt schlagen. Privatheit, genau. Und das andere ist der Bereich, wie es hier jetzt auch gerade schon auf dem Monitor zu sehen ist, die Entwicklung und Finanzierung des ÖPNV in Nordrhein-Westfalen im gesellschaftlich-technologischen Wandel. Und von daher hatten wir jetzt ganz einfach nochmal hier eine Vorstellungsrunde der beiden Themenbereiche angesetzt. Und ich habe hier auch schon die erste Wortmeldung, das ist nämlich der Orange Bay. Ja, ich wollte eigentlich vor Öffnung eine Verfahrensfrage stellen, nämlich wie wir mit der Veranstaltung heute umgehen, in Anbetracht des Montags bzw. der ja noch fehlenden MDL, wie wir die dazu holen. Na, es geht ja um die informierte Entscheidung. Und der Tag heute war ja für die Informationsbereitstellung. Wenn wir das dann jetzt zügig in einem, also wir haben auch wenig Zeit, wenig Möglichkeiten zu diskutieren. Wir können die Vorstellung machen, die Präsentation. Es ist halt wenig Rückfragemöglichkeit, wenn die Menschen, die diskutieren sollen, nicht da sind. Okay, wenn jetzt Einigkeit ist, die Präsentation praktisch aufzuzeichnen, Oliver, wäre das in deinem Sinne, dass wir die dann praktisch weitergeben können und uns dann Feedback einholen? Oder was hast du noch für eine Idee? Also ich weiß nicht, wie viele Leute im Stream sind, aber haben wir noch ein paar. Ich würde jetzt auch machen, auch wenn ich mir natürlich ein paar mehr MDLs wünschen würde. Ich glaube, zumindest bei mir ist es so, wenn ich die Folien rumschicke, erfährt man weniger, als wenn ich dazu was sage, beziehungsweise weniger, als ich bisher in diesen etwas ausführlicheren Texten rumgeschickt habe. Wenn ich das alles vorlesen würde, würden wir hier heute Abend noch sitzen. Also ich würde hier schon durchgehen. Außerdem haben wir ja eine volle Runde. Und liebe Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, ihr gebt das ja alles schön weiter. Frank. Ja gut, dann würde ich nur anregen, dass wir uns dann im Anschluss nochmal Gedanken machen, wie wir dann zu einer Diskussion kommen. Also praktisch nochmal zu Fragen oder sowas aufrufen wäre, glaube ich, sinnvoll. Haben wir schon eine Reihenfolge? Ich bin ja immer gerne für offene Verfahren, also ich sehe jetzt hier keine Handschuhe oder irgendwas. Ich gehe davon aus, ihr könnt euch zivilisiert einigen, wer oder was wie zuerst was vorstellen möchte. Wie ihr mögt. Also dann gehen wir mal davon aus, Oliver hat schon vorgelegt, dann fängt er auch gerne an, wenn er möchte. Soll ich die Aufgabe des... Wie du siehst... muss man manchmal schnell weiterklicken, aber das kriegen wir schon hin. Steuerung L. Wunderschön. So, ich merke gerade, normalerweise hat man in der Uni gelernt, macht man Referate stehend, aber hier ist das irgendwie doof. Also, wir haben ja, wie ich eben schon sagte, schöne Dokumente schon rumgeschickt. Wir haben die ganzen Pads und wir haben sehr viele Informationen und die Anträge und dies hier und da ist sogar eine Grafik drin. Wir hatten letztens dieses schöne Mumble am 30. April und haben dort Feedback bekommen, dass man das Ganze nochmal durchaus schöner aufbereitet vorstellen kann, mit einer schönen Folienpräsentation, wie man es so schön nennt. Ich nehme an, keiner von uns beiden hat PowerPoint genommen, aber mit einer schönen Folienpräsentation kann man das machen, an alle, die im Stream oder so zugucken. Teile davon kann man sicherlich auch verwenden, um später mal, egal ob die entsprechende Enquete stattfindet oder nicht, auch vor Ort Präsentationen zu halten. Bisher waren dann meine Folien eher textlastig. Und
Wir haben ja auch hier die Aufzeichnung und man kann sich diese Dinger immer noch im Netz angucken. Sicherlich können wir da irgendwo einen Link beifügen, wo die Aufzeichnung ist. Entwicklung und Finanzierung des öffentlichen Personenverkehrs, da steht extra nicht Personennahverkehr, weil durchaus auch diese komische 50-Kilometer-Grenze für Nah- und Fernverkehr eine Rolle spielen soll, ist ja das Thema, was ich vorstelle als Vorschlag für eine Enquete-Kommission im Landtag NRW. Und wir wollen das natürlich im Blick von Gesellschaft und technologischem Wandel oder technologischem Fortschritt betrachten. Und wir gehen mal zur nächsten Seite. Das ist noch nicht unbedingt der Antrag, oder das ist nicht unbedingt der Antragstitel ist ein bisschen länger. Ja, wir sind mit dem Thema ÖPNV eigentlich relativ gut hier eingestiegen im Landtag, nämlich indem wir im Wahlkampf das Thema fahrscheinloser ÖPNV hatten und damit irgendwie einen Nerv getroffen haben. Und zwar haben wir den Nerv getroffen bei den Journalisten, die sehr viel gefragt haben zu dem Thema und uns oft dazu interviewt haben. Es war also irgendwie ein bisschen so ein Thema wie jetzt vielleicht Cannabis. Ein Thema, was sexy ist. Und wir haben aber auch den Nerv der Piraten getroffen, wie wir gleich sehen. Und wir waren auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und zwar nicht nur, was die Wahl betrifft, sondern wir haben auch dieses Thema besetzt, was eigentlich schon ja, seit den 80er Jahren irgendwo rumdümpelte, was bei den Linken auch immer noch groß nicht im Programm stand, bei den Grünen irgendwie verschollen war. Und erst seitdem wir das aufgegriffen haben, ist das wieder in aller Munde. Das hat aber auch zwei Gründe. Einmal haben wir es wieder hochgeholt, wir haben das Thema besetzt und jetzt zieht die Linke sogar nach und druckt auf Plakate. Und zweitens haben wir allerdings auch gerade einen richtigen Moment erwischt. Dazu später mehr. Wir haben also hier so ein richtiges Zeitfenster. Mal die nächste Folie. Und man sieht, Piraten in ganz Deutschland greifen das Thema auf. Das hat sich so sukzessive verbreitet. Es gab jetzt nicht so einen großen Anstoß mal auf dem Bundesparteitag oder sowas, sondern das hat sich eher so kommunal verbreitet. Es sind auch vielfach hier Kommunalwahlplakate, wo die Piraten das auf ihre Stadt runtergebrochen haben. Es gibt im Netz sehr viele, sehr viele Beispielrechnungen für einzelne Städte. Mal die nächste Folie. Und es gibt natürlich auch viele Veranstaltungen. Bei den ersten beiden da oben war ich vor Ort. Das ist Aschaffenburg und Solingen. Aber auch der Gerwald Klaus Brunner aus Berlin macht solche Veranstaltungen. Und ganz rechts ist Hannover. Man sieht, dass wir das nicht nur Flyer dazu haben, sondern auch an dem Bus implizit im Grunde das Thema immer mitnehmen. Das heißt, ÖPNV, das Thema ÖPNV oder vor allem auch das Thema fahrscheinloser ÖPNV sind überall dabei. In der nächsten Folie sehen wir nochmal, was alles, das ist nur ein kleiner Ausschnitt, was alles für Texte darüber geschrieben werden. Und teilweise sind das nicht Piraten, die darüber schreiben, sondern auch wiederum Feedback-Texte von anderen, die sich für das Thema interessieren, allerdings das dann auf Gründen, weil wir es vorlegen, wieder aufgreifen. Es gibt, nächste Folie, viele öffentliche Veranstaltungen, die wir durchführen, das ist die erste Reihe. Also wir führen, wir haben da hier in Bremen oder Hannover diese Aktionstage gemacht, haben halt Vorträge und so weiter. In der Mitte sieht man ein Beispiel aus Österreich. Das heißt, auch Piraten in anderen Ländern nehmen das auf. Es ist somit zu einem europaweiten Piratenthema geworden. Wir haben es damals hier in NRW im Grunde erfunden. Erfunden kann man ja nicht sagen. Wie gesagt, es gibt es seit den 80ern oder sowas irgendwo. Aber wir haben es hier in NRW wiederentdeckt und ins Piratenprogramm gehoben, 2010 schon. Ganz unten sieht man, dass auch andere Initiativen dabei sind. Den Herrn Monheim hatten wir auch schon mal eingeladen. Er ist ganz links an einem Vortrag in Wuppertal, wo ich war, aber was keine Piratenveranstaltung direkt war. Wir sind mittendrin, werden allerdings in der Szene nicht als Spätstarter oder Aufspringer wahrgenommen, die jetzt irgendwie stören, ja, die jetzt plötzlich das Thema greifen, um damit Wahlkampf zu machen, sondern wir werden als die politische Kraft dort wahrgenommen. Gut, jetzt könnte man sagen, das ist ja vielleicht ähnlich wie bei Fracking oder sowas. Also es gibt auch andere Themen, bei denen das so ist.
Allerdings ist nicht jedes Thema überall relevant, also nicht jedes Thema kann man kommunal so schön runterbrechen wie ÖPNV und nicht jedes Thema haben wir so gut besetzt, dass wir da unmittelbar erste Ansprechpartner sind. Und nicht jedes Thema eignet sich für eine Enquete, das muss man dazu sagen, weil eine Enquete halt beides braucht. Einmal im Grunde so ein Thema, was sexy ist, auch für die Öffentlichkeit. Einmal ein Thema, was unser Thema ist, was so ein bisschen, also wo wir was in die Politik reinbringen, aber andererseits ein Thema, wo wir nicht allzu große Kontroversen haben. Dazu vielleicht dann später auch noch was, vielleicht auch eine Fragerunde. Ja, als nächstes sieht man in der nächsten Folie, dass wir im Kommunalbereich vor allem halt das Thema Verkehr insgesamt sehr groß haben. Das ist Open Antrag und dass da in der Themencloud Verkehr so riesig ist, heißt nicht unbedingt, dass wir im Landtag viele Anfragen bekommen, was bekommen wir auch, aber das ist vor allem darauf zu beziehen, dass alle bei Open Antrag diese Sachen zugespielt kriegen. Und ja, auf der nächsten Seite sieht man, was die Presse noch berichtet. Man berichtet natürlich einmal über uns und das Thema, ja, da ganz links der Spiegel. Man berichtet beziehungsweise diskutiert darüber, über die ÖPNV-Flatrate, auch übrigens heute noch, nicht nur kurz nach dem Wahlkampf, sondern das hat sich etabliert sozusagen, dass man über uns und über die ÖPNV-Flatrate oder den fahrscheinlosen ÖPNV oder überhaupt über ÖPNV-Themen mit uns diskutiert, auch auf lokaler Ebene. Sondern momentan haben wir in der Presse, aber auch vor allem in NRW, die Diskussion um Stilllegung von ÖPNV und Rückbau von ÖPNV. Das ist eine sehr kuriose Sache. Einerseits fahren immer mehr Leute ÖPNV. Es gibt große Innovationen im Bereich ÖPNV, vor allem wenn man an Auskunftssysteme und Smartphone und so denkt. Also es kommt gerade so eine richtige Innovationswelle. Und andererseits werden plötzlich Teile des ÖPNV-Systems zurückgebaut bzw. drohen zurückgebaut zu werden. Das hat natürlich finanzielle Gründe und vor allem die Gründe, dass die Kommunen da dranhängen und dass das häufig eine Sache, ein kommunales Problem ist, wo die Landesregierung leider nicht hilft, wie wir festgestellt haben. Dazu haben wir ja schon mehrere Anträge gemacht. Jetzt ist der Monitor aus, aber vielleicht kommt es wieder. Und dritte Sache ist, dass ja gerade insgesamt die Verkehrsinfrastruktur ja, groß in den Medien ist. Mal von Ausländermaut abgesehen, haben wir noch den Herrn Albig, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, der ja, ins Spiel bringt, wir brauchen mal eben so eine kurze Kasse, so ähnlich so groß wie die Wiedervereinigung gekostet hat, damit wir das mal in Ordnung bringen und sowas. Das sind alles Hilferufe von Verkehrspolitikern. Verkehrspolitiker sehen, dass wir dringend einen Handlungsbedarf haben insgesamt im Verkehrssystem in Deutschland, dass wir insgesamt ein Problem damit haben, jetzt kommen wir auch schon mal auf die nächste Folie gehen, insgesamt damit ein Problem haben, die Verkehrsinfrastruktur so noch am Leben zu halten und instand halten, weil wir halt über die letzten Jahrzehnte große Fehler gemacht haben in Deutschland. Hier steht diese 7,2 Milliarden Euro, die das jährlich kosten würde, der Mehrbedarf, die Instandhaltung, was so eine breite, eine fraktionsübergreifende oder parteiübergreifende Kommission ermittelt hat. Und ja, und jetzt steht man vor so einem Abgrund und weiß nicht weiter. Und manche Verkehrspolitiker kommen da auf ganz komische Ideen, wie eine Ausländermaut, um das Thema auf die Agenda zu setzen. Andere sagen einfach, ich muss halt mal auf den Tisch hauen, ich suche mir jetzt irgendwas aus und sage, wir brauchen hier so ein Extrageld für Autofahrer oder sowas. Letztendlich kann man das Problem aber nur lösen, wenn man die ganze Verkehrspolitik einmal überdenkt. Man sieht hier links, habe ich einfach mal aus Wikipedia Nordrhein-Westfalen rausgegriffen, habe das Inhaltsverzeichnis gesehen und habe mir gedacht, oh, mal Verkehr steht da natürlich drin im Inhaltsverzeichnis, Verkehr ist immer wichtig fürs Land unter Wirtschaft, aber alles, was gelb ist, ist direkt vom Verkehr betroffen. Das heißt, wenn man mal Dialekte und Sprachen rauslässt und die Geschichte,
dann ist fast alles, was Nordrhein-Westfalen ausmacht, was so ein Wikipedia ausmacht, davon abhängig, wie Mobilität läuft, wie Verkehr läuft. Und wir sehen rechts oben nochmal Zahlen, ich werde jetzt nicht groß erläutern, wie wichtig der ÖPNV, was für eine große Rolle der ÖPNV an der Stelle spielt. Wir haben insgesamt in Nordrhein-Westfalen 8,6 Millionen Pendler täglich, 4,3 davon, die über die eigene Stadt hinausfahren, also die wir als Pendler bezeichnen würden vielleicht. Und extrem viele fahren davon mit dem ÖPNV. Und wie ich schon sagte, je nachdem, wo man sich befindet, in Richtung Köln haben wir ein jährliches Wachstum von knapp 2%. Und hier Richtung Ruhrgebiet ist es etwas geringer, haben wir 0,6% Wachstum allein für den ÖPNV, die Fahrgastzahlen. Ja, es ist also ein zentrales Thema. Wir dürfen an der Stelle nicht so handeln wie sage ich mal, Herr Albig oder andere Politiker, vor allem im Bund, die dann irgendwelche Deals machen, Herdprämie gegen Maut, und damit zumindest der Verkehrsetat ein bisschen aufgestockt wird. Wir wollen uns um alles gleichzeitig kümmern, Umwelt, Klimaschutz, Teilhabe, aber eben auch um die Finanzen. Und der ÖPNV, die nächste Folie, ist gerade ein bisschen aus dem Bild raus. Der ÖPNV spielt derzeit bei der Finanzierung in der großen Diskussion wenig Rollen, eine kleine Rolle. Und das, obwohl wir gerade auch beim ÖPNV einen riesigen Instandhaltungsrückstau haben. Hier sind Zahlen, die kommen von einer Kommission, die der Landesregierung beisteht, dass wir 1,1 Milliarden Euro bis 2016 brauchen, um allein die U- und Stadtbahnsysteme instand zu halten. Und die Zahl habe ich mir nicht ausgedacht, sondern kommt halt von der Landesregierung. Die Landesregierung hat aber genau 0 Euro dafür vorgesehen. Und sie hat auch der Bund sieht für den ÖPNV nichts vor. Jetzt wissen das die Verkehrspolitiker alle. Und sie sind sicherlich auch aufgeschlossen, das Thema zu behandeln. Aber auf so einer Waage, wo auf der einen Seite die Erkenntnis ist oder der Wille, was zu tun, und auf der anderen Seite die Möglichkeiten, die sie haben, ist halt, da sind die Möglichkeiten viel zu schwer, dass man an diese Töpfe nicht drankommt. Also für eine Abwrackprämie 5 Milliarden hat man, für ein Rentendingsbums-Paket auch 160 Milliarden, aber diese Milliarde mal für Stadtbahnsysteme irgendwo rauszuknapsen, ist sehr schwierig. Da wollen wir helfen. Wir sehen überall in den Kommunalwahlkämpfen, nächstes Bild, große Plakate, auch der SPD und der Grünen, die hier in der Regierung sind, dass sie für ÖPNV etwas tun. Das weicht gar nicht so viel von dem ab, was wir in unseren Anträgen im Landtag haben, aber hier im Landtag sieht man davon halt nicht. Und das, obwohl es diese ÖPNV-Zukunftskommission gab, der Landesregierung, die klar festgestellt hat, Sicherung von Mobilität kann künftig nur durch eine Ausweitung des ÖPNV erreicht werden, und nur so sind gleichzeitig Klima-, Umweltschutzziele, wirtschaftliche Ziele und soziale Ziele zu erfüllen und im Einklang mit, und das ist jetzt für uns jetzt hier auch wichtig, den finanziellen Möglichkeiten zu bringen. Nächste Folie. Voraussetzung dafür ist aber ein attraktiver ÖPNV, nämlich 50-100% mehr ÖPNV sozusagen, und natürlich eine klare politische Priorisierung des ÖPNV. Genau da können wir einsetzen. Das ist nämlich ziemlich cool. Das heißt, die Politik ist vorbereitet, aber sie braucht sozusagen die Stimmen der Experten, der Fachleute aus der Wissenschaft, durchaus auch der Verbände, um dort praktisch mal diese klare politische Priorisierung zu machen. Da wollen wir ansetzen. Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht und wie da Mobilität ist, aber eins ist klar, ÖPNV ist zentrales Element fast aller dieser zukünftigen Mobilitätsszenarien, und vor allem ist es das Element, worum sich der Staat kümmern muss. Um diese tollen neuen Carsharing-Angebote oder dass DHL demnächst Pakete mit Drohnen ausliefert, müssen wir uns nicht kümmern. Das machen schon andere für uns. Da müssen wir eventuell Rahmenbedingungen festlegen. Aber darum muss sich die Politik hier kümmern. So, was haben wir denn jetzt getan, die nächste Folie? Wir haben erstmal das Thema besetzt. Da sind wir nochmal am Anfang. Wir haben das Thema besetzt, wir haben es dann hier ausgebaut und uns vor allem
Kompetenz erworben und auch Anerkennung von entsprechenden Fachexperten und das Ganze ausgebaut. Und nächste Folie, nicht nur durch die Verkehrswendekonferenz, die wir hier mal veranstaltet haben, nächste Folie, sondern auch darüber hinaus. Hier trotzdem nochmal Leute, die auf der Verkehrswendekonferenz waren, unter anderem halt in der ersten Reihe Experten, die extern dazugekommen sind. Als, ja, wahrscheinlich. Mein Monitor geht immer aus. Experten, die extern hinzugekommen sind und die ja, seitdem und auch schon vorher, nachher immer wieder auf uns zukommen. Das sind nicht nur die vier da oben, sondern, generell haben wir einen ganz guten Ruf erworben. Wir haben uns in die Partei hinein kommuniziert. Das ist jetzt die mittlere Reihe. Das sind jetzt Piraten aus anderen Bundesländern, teilweise auch im Landtag. Und natürlich ja, haben wir uns in die Piratenbasis, wenn ich das so sagen darf, hinein vernetzt, die letzte Reihe. Das zieht sich natürlich durch unsere ganze Arbeit und uns ist sehr wichtig, auch in Vorbereitung auf die Enquete, dass wir halt so Fachleute, Vertreter, auch der Interessensverbände und sowas auf unserer Seite haben und vor allem auch für die Enquete gewinnen können und dass wir glauben, dass diese Fachleute, die aus der Wissenschaft kommen und die auch aus der Praxis kommen, einen Transfer vollziehen können in die Politik, dass also diese Fachleute unsere Kollegen, unsere Abgeordnetenkollegen der anderen Fraktionen briefen können. Ja, nächste Folie. Hier nochmal alles auf einen Blick, was wir hier so gemacht haben. Angefangen von den ersten tollen Dingen, wo wir hier diese tollen Flipcharts und sowas hatten, gleich irgendwie, glaube ich, im Oktober 2012. Bisschen jetzt zur aktuellen Situation. Aktuelle Situation ist, es gibt viel Diskussion um das Thema generell. Da spielt auch ein bisschen dieser ADAC-Skandal mit rein, aber vor allem halt die Diskussion mit Verkehrsfinanzierung und die Frage ist jetzt, wohin kommen wir? Und die letzten beiden Bilder sind irgendwie erst so in den letzten Tagen hier entstanden. Unten ein Endzeit-Szenario, wo Autos eine große Rolle spielen und der Kampf um Öl. Und oben spielt mein Sohn auf der Kö auf einem Parkplatz. Wir können beides haben, je nachdem. Ich weiß nicht, ich finde es auch nett, mit meinem Sohn so ein Endzeit-Szenario zu spielen. Aber gut. Fahrscheinloser ÖPNV in dem ganzen Konzept ist natürlich nur eine von mehreren Maßnahmen. Wir haben jetzt in der Arbeit hier im Landtag gemerkt, dass der fahrscheinlose ÖPNV und alles, was wir uns vor dem Landtag überlegt haben, perfekt in so ein Gesamtbild passt. Und zwar viel besser, als wir uns das vorher vorgestellt haben. Also am Anfang haben wir auch durchaus Dinge gemacht, einfach weil es cool war. Weil wir es toll fanden, weil wir dachten, das muss man doch eigentlich mal tun. Und haben da auch Beiträge vorbereitet. Und dann haben wir gemerkt, das passt alles zusammen. Das ist so ein, ja, wir haben es dann ja bei der Verkehrswendekonferenz Verkehrswende genannt. Man kann es aber auch einfach Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur und des Verkehrs überhaupt nennen. Alles, was wir so mosaiksteinmäßig zusammensetzen, jetzt können wir die nächste Folie zeigen, passt zu so einem Gesamtbild zusammen. Und wenn man dieses Gesamtbild dann anschaut, dann ist das ziemlich stimmig und wesentlich besser und wesentlich stimmiger als das, was sich gerade CDU oder auch SPD, Grüne oder FDP zusammensetzen. Das ist was, wo wir eigentlich nicht mit verlieren können, mit dem Thema, weil wir da halt eine große Unterstützung drin haben. Wenn wir jetzt die nächste Folie nehmen, sehen wir, dass ich natürlich nicht nur Mosaiksteinchen zusammenfügen möchte, sondern Carsten hat mir dann irgendwann gesagt, wir brauchen einen Obelisken. Also eine Enquete ist der Obelisk, womit man nicht nur ein Modell zusammensetzt, sondern wo man unübersehbar auch mal ja, nach draußen geht und die anderen mal mit einbezieht. Das, was nämlich teilweise nach Vision klingt bei uns, ist eigentlich Realpolitik. Ja, es muss, wie gesagt, interessant sein für die Fraktionen. Das ist das Thema ÖPNV und es muss andererseits ein Aufregerthema sein, damit wir, oder ein unser eigenes Thema sein,
damit das gut in der Enquete passt. Ja, nächste Folie. Nochmal zusammengefasst, der Zeitpunkt für dieses Thema Enquete zu machen, ist eigentlich ziemlich ideal. Wir haben jetzt gerade eine Situation, wo wir dringend einen Handlungsbedarf haben. Ich habe Herrn Albig da erwähnt und sowas. Wir haben gerade so eine Phase von Ideen. Wir haben so eine kleine Innovationswelle im Bereich Verkehr und ÖPNV, nachdem es jahrzehntelang im Grunde nur Stillstand gab. Also jeder kennt das, dass man jahrzehntelang mit der Stelle im Straßenbahn gefahren ist und es hat sich nie was geändert, auch mit den Fahrplänen nicht. Und plötzlich ändert sich da sehr viel und da kommt noch einiges. Und es betrifft natürlich nicht nur den ÖPNV, sondern auch das, was man so Multimodalität nennt, also die Verknüpfung verschiedener Verkehrsmittel. Ist ja fast schon eine Art Hype. Und wir haben einen gewissen Erkenntnisstand inzwischen. Das heißt, der Wille in der Politik, auch was zu ändern, reift. Der ist nur noch nicht so, also müssen da schon ein bisschen nachhelfen. Der ist noch nicht so ganz durch. Und dafür soll uns die Enquete helfen, indem wir uns praktisch die Hilfe der Fachleute holen, die an so einer Enquete eine entscheidende Rolle spielen. Unser inhaltlicher Standpunkt ist ideal. Also wir haben uns da perfekt positioniert. Unsere Vorbereitung und Kompetenz ist auch sehr gut. Ich habe da jetzt überall ideal geschrieben. Und unsere Möglichkeiten, hier mit einer Enquete weiterzuarbeiten, als Mittel, um hier für alle in NRW weiterzukommen, ist, ja, ich sage da auch wieder ideal. Nehmen wir nochmal die nächste Folie. Wir beeinflussen also den Alltag von Millionen Menschen, wenn wir uns dieses Thema annehmen und daran stark arbeiten. Und wir wollen natürlich mit der Enquete, wir wollen, nicht sollen, einen starken ÖPNV durch Innovation und Investitionen erreichen. Wir wollen nicht nur, wie wir es jetzt mit Anträgen machen oder versuchen, den ÖPNV retten oder mehr Geld nach NRW holen. Wir wollen wirklich was tun und dieser ÖPNV kommt im Alltag, ja, beeinflusst ja wirklich den Alltag der Menschen. Es gibt viele Themen, ich hatte jetzt eben Fracking genannt, ich nehme das jetzt einfach mal wieder, die sind zwar wichtig für NRW, die sind zwar wichtig, ja, auch für unsere Gesundheit und alles Mögliche, aber ÖPNV ist ein Thema, das interessiert ja eigentlich jeden, weil jeder sich im Grunde täglich entweder darüber ärgert oder zumindest sich längere Zeit mit dem Thema Verkehr oder Pendeln beschäftigt. Nehmen wir mal die nächste Seite. Konkret für die Enquete ist wichtig, dass wir klare Vorstellungen vom Ablauf der Enquete haben. Unser Team sozusagen hat schon mit wohnungswirtschaftlicher Wandel der Enquete ein paar Erfahrungen gesammelt. Es ist wichtig, dass man sieht, ja, also vor allem Stefan, es ist wichtig, dass man sieht, wie so eine Enquete verläuft und wie sozusagen der Spannungsbogen ist, wann, an welchem Zeitpunkt welche Sachen klar sind. Ganz am Anfang ist im Grunde schon klar, was man tut an der Enquete. Und ganz am Ende geht es halt nur noch darum, wie jetzt die konkreten Handlungsempfehlungen aussehen und wie man sich am Ende abstimmt, was man denn in den Endbericht übernimmt. Und dazwischen sind jede Menge Gutachten und Anhörungen. Dann haben wir ein klares Ziel, einen klaren Fokus für am Ende klare Handlungsempfehlungen. Das ist sehr, sehr wichtig, damit wir am Anfang nicht, da steht weiter unten, erstmal ewig um irgendwelche Nebendinge diskutieren und vielleicht monatelang um Begriffe und Definitionen diskutieren. Das passiert in einer Enquete sehr schnell, das haben wir gesehen bei verschiedenen Enquetes. Und wir haben halt klare Expertenmeinungen. Damit meine ich, wir wollen keine neue Wissenschaft oder sowas gründen mit dieser Enquete, sondern wir wollen im Grunde das, was es schon gibt, wollen wir in die Politik transferieren. Es geht hier im Grunde um einen Technologie- oder einen Wissenstransfer von Wissenschaft und Praxis in die Politik. So, damit das alles funktioniert, wollen wir die Enquete nicht super breit aufstellen und alles mit reinnehmen, was uns Tolles einfällt und auch die Drohnen von DHL behandeln, sondern wir wollen uns ganz klar auf einen Schwerpunkt konzentrieren, nämlich die Finanzierung. Das mag zwar, jetzt gehen wir zur nächsten Seite, erstmal nicht so ganz so sexy klingen mit der Finanzierung, aber
irgendjemand, Carsten, wer hat das gesagt? Ich habe es nur aufgeschrieben. Wenn nicht, hat es Carsten selbst gesagt. Wer nicht über Finanzen in der Politik reden will, der findet Politik nicht sexy. So, trotzdem wollen wir natürlich die Öffentlichkeit mit dem Thema aufwecken, und zwar anders als Albig und Seehofer mit irgendwelchem Populismus, sondern wir haben in der Enquete die Möglichkeit, da auf hohem Niveau dran zu gehen und trotzdem einen ganz gigantischen Multiplikator zu haben. Wir sind auch nicht allein, ja, wir sind mit unserer Vision oder so näher dran an der Wirklichkeit und an der Wissenschaft eigentlich als die anderen Fraktionen. Das ist eine sehr entscheidende Sache. Ja, warum eine Enquete wäre die nächste Folie, da habe ich jetzt sehr viel draufgeschrieben, weil ich da schon in den ganzen Papieren total viel dazu geschrieben habe, war vielleicht die einzelnen Punkte. Einmal, wir bekommen natürlich bessere Aufmerksamkeit, die Medien kommen zu uns. Wichtiger für uns fast noch hier bei der Arbeit ist, die Entscheidungsträger kommen auch zu uns, und zwar nicht nur während der Enquete, sondern auch darüber hinaus, auch in der nächsten Legislaturperiode und auch in anderen Bundesländern. Mit einer Enquete können wir also das Thema auf sehr hohem Niveau öffentlich behandeln. Wir müssen uns nicht auf die Ausländermautbasis da begeben. Wir erarbeiten eine Grundlage für unsere Politik, und zwar die Politik der Piraten insgesamt, aber auch der Politik hier im NRW-Landtag für die anderen Abgeordneten. Und wir haben die Möglichkeit, konstruktiv mit den anderen Fraktionen ein ziemlich geiles Thema zu behandeln, und zwar auf die Art, die wir vorgeben. Vielleicht wisst ihr, die FDP wollte eine Logistik-Enquete machen, dann hätte die halt vorgegeben, dass es hier um vor allem darum geht, dass die Wirtschaft den Verkehr braucht, und eventuell wäre man auch ein bisschen von LKW weggegangen und hätte über Binnenschifffahrt geredet und so weiter und so fort. Aber hier haben wir erstmal die Möglichkeit, einen Aufschlag zu machen. Ihr wisst alle, wir haben nur einen Abgeordneten in der Enquete, das heißt, wir haben nur den Vorsitzenden oder die Vorsitzende, sonst niemanden. Wir haben aber noch einen Sachverständigen dabei und natürlich, was schon relevant ist für beide Themen, man kriegt natürlich unglaublich viele Ressourcen dazu, indem man noch einen Referenten und der im Grunde dann die Arbeit macht und einen Assistenten dazu bekommt oder Referentin, Assistentin. Ja, das Thema ist reif, braucht aber halt noch gründliche Überzeugungsarbeit. So, ich bin jetzt auch fast fertig. Das Wichtigste, jetzt kommt die nächste Folie, aber ist, wir machen mit der Enquete aus einem Expertenthema ein politisches Thema. Und wir holen den öffentlichen Personenverkehr zurück in den Landtag, was nämlich bisher momentan nur wir tun, den ÖPNV und den ÖPV in den Landtag zu holen. Alle anderen sträuben sich davor, zurück in den Landtag, und verbreiten von dort aus endlich zeitgemäße Verkehrspolitik in die Öffentlichkeit. Jetzt könnte ich wieder sagen, Schluss mit Ausländermaut. Das ist mal vernünftig gemacht. Im Endeffekt, ich habe schon die Rolle auch der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden erklärt. Nächste Folie. Natürlich ist das nicht nur Moderation und Leitung, sondern auch Repräsentation. Und wenn man so eine Enquete hat, hat man natürlich die Chancen, wenn das Thema irgendwo eine Rolle spielt, dass man dann auch entsprechend in den Medien gefragt wird. Hier Frau Schneckenburger, die für den wohnungswirtschaftlichen Wandel die Vorsitzende der Enquete war. Und ich glaube, unser Thema ÖPNV und Verkehrsfinanzierung ist schon alleine, weil es einfach so einen großen Handlungsdruck gibt, auch durch andere Verkehrspolitiker natürlich, ein Thema, wo wir ziemlich gut landen werden. Letztlich machen wir das aber, vorletzte Folie jetzt, letztlich machen wir das nicht nur dafür, sondern wir machen das für die Pendler tagtäglich. Wie schon gesagt, es ist ein Thema, was einfach jeden immer betrifft. Für die Menschen, die Wirtschaft, Haushalt, für die Piraten in Deutschland, darüber hinaus, für NRW, den Landtag. Wir haben hier einen ganz, ganz klaren, starken Landesbezug bei dem Thema. Es ist im Grunde gar nicht bundesweit behandelbar, sondern es ist ein Thema, was im Land behandelt werden muss, aber auch für die Kommunen und für die Kommunalpolitik eine hohe Bedeutung hat. Und dann kommen wir zur letzten Folie, die ist dann auch eine schöne Endfolie. Ich habe da NRW ein bisschen gedreht, damit es drauf passt. Wir wollen das natürlich dann vom Landtag aus
auch während der Enquete, es soll die transparenteste und offene Enquete sein von NRW, und nach der Enquete wieder in die Städte und Kreise tragen. Und nicht nur durch solche Vorträge oder sowas, sondern auch dadurch, dass die Politik dort umgesetzt wird und dass wir unseren Ratsleuten, die dann hoffentlich überall sitzen, beistehen und dort unter die Arme greifen. Also nicht nur in den Städten, die da orange sind, sonst wäre das zu bunt geworden, sondern in allen Städten in Nordrhein-Westfalen. Das war so mein etwas farbigerer Überblick im Gegensatz zur Mammelsitzung dazu, zu dem Thema öffentlichen Personenverkehr, Entwicklung und Finanzierung als Enquete hier im Landtag NRW, wofür ich werben möchte. Ja, vielen Dank, Olli, Creon. Ich überlege, ob wir erst eine Zwischenfragerunde reinwerfen oder direkt zum zweiten Teil übergehen möchten. Was schlagt ihr vor? Direkt mal. Ich würde sagen, Verständnisfragen jetzt und Nachfragen danach, oder? Nur Verständnisfragen, würde ich sagen, wenn. Wenn Frank nichts dagegen hat? Hat jemand Verständnisfragen? Habt ihr jetzt auch schon ganz konkrete Fragestellungen entwickelt, die halt in dieser Enquete aufgearbeitet werden sollen? Oder kommt das im weiteren Prozess? Also ich denke jetzt zum Beispiel, dass so ein wichtiges Thema in NRW ist ja die ganz vielen verschiedenen Verkehrsverbünde, die halt im Klein-Klein überall vor sich hin häckseln. Das ist ja so eine zentrale Fragestellung. Sind die schon so Fragestellungen, die dann in der Enquete aufgegriffen werden, schon formuliert? Oder kommt das noch? Das wäre nicht mehr ganz die Frage zu den Folien. Aber ja, also wir haben einen Antragsentwurf. Wir werden dann wahrscheinlich noch mal dran gehen, bevor dann eingereicht würde. Dort haben wir, wie viele Hauptfragen sind es? 9 Hauptfragen. Die haben wir auch einmal. Also kann man sich in dieser Dropbox, wo ich alles reingeworfen habe, angucken. Oder diese Hauptfragen sind auch in diesem etwas schöner aufbereiteten PDF-Dokument. Die haben wir dann auch so einem Realitätscheck unterzogen, ob die in der Enquete wirken. Also wir haben geguckt, dass wir uns nicht zu breit aufstellen. Das war uns sehr wichtig, dass wir also nicht alles mit reinnehmen, sondern uns auf die Dinge vor allem konzentrieren, da einen Fokus drauf setzen, die halt in der Enquete gut behandelbar sind und auch nicht zum Beispiel sofort zerrissen werden oder sonst wie, oder die halt einfach gut funktionieren. Da sind die Verkehrsverbünde momentan nicht drin, ich glaube, das wäre ein guter Punkt, kann man machen, könnten wir noch in den Antrag aufnehmen, oder, das ist natürlich wichtig zu wissen, so eine Enquete entsteht ja, oder was man da behandelt, was für Themen, entsteht ja während der ersten Wochen. Ne? Also im Grunde, bevor man richtig anfängt, legt man das Inhaltsverzeichnis des Endberichts bereits fest. Und da im Grunde werden die Themen gesammelt und da wird im Grunde dann für jedes Thema letztendlich dann auch eine Anhörung stattfinden oder es wird ein Gutachtenauftrag gegeben. Wir haben auch gedacht, dass der fahrscheinlose ÖPNV eine gute Methode wäre, wenn wir da praktisch unser Gutachten, das macht jede Enquete ein bisschen anders, aber manchmal hat jede Fraktion zum Beispiel ein Gutachten frei, unser Gutachten für verwenden. Ich glaube, Verkehrsverbünde und Tarifgebiete und sowas, glaube ich, können sich aber auch alle darauf einigen, dass das ein wichtiges Thema ist und ich glaube, dass das auch eine gute Sache ist, die man aufnehmen kann, auch wenn wir Schwerpunkt Finanzierung haben. Irgendwie, na gut, es hängt alles mit Finanzierung zusammen, aber irgendwie sehe ich da auch eine ziemlich gute Brücke. Also das sollte man nochmal aufnehmen. Bisher ist es nicht drin. Ich könnte jetzt alle vorlesen, das tue ich aber nur, wenn jemand fragt. Die Enquete, ich weiß nicht, ob das jetzt noch Verständnis ist oder schon Debatte, das müssten wir jetzt kurz festhalten. Also in unserer.
Ja, okay, also ich, also nur vielleicht in Beantwortung auf Monikas Frage. Wir setzen in der Zielstellung dieser Enquete-Kommission, wie wir sie jetzt im Antrag festgehalten haben, auf die Schaffung des fahrscheinlosen ÖPNV als umlagefinanzierten ÖPNV. Das ist unsere Zielfeststellung. Und im umlagefinanzierten ÖPNV, dessen konkrete Nutzung ohne Geld funktioniert, gibt es keine, nicht verlieren die Verbünde, wie sie heute existieren, ein Stück weit ihre Bedeutung. Sie verlieren ihre Bedeutung als finanzielle Betreiber von ÖPNV-Dienstleistungen. Sie bekommen die Bedeutung alleine über die Bereitstellung von verkehrlichen Angeboten und die dürfen sie auch weiterhin als Verbünde nutzen. Das Problem, das die Verbünde heute haben, und das haben wir auch angedeutet im Text, liegt nicht so sehr in der Vernetzung der Angebote, als vielmehr in der Tarifstruktur. Und die wird gegenstandslos, wenn das Ziel unserer Enquete umgesetzt wird. Natürlich kann dieses Ziel nicht von vornherein festgeschrieben werden, es kann nur als Ziel apostrophiert werden und das genau haben wir getan. Also hat niemand jetzt mehr eine grundsätzliche Verständnisfrage im Augenblick, weil dann würde ich vielleicht vorschlagen, dass Frank dann in aller Ruhe seine Präsentation hält. Ja, dann kommen wir jetzt zu einem ganz anderen, aber ebenfalls Zukunftsthema, natürlich auch zu einem ganz wichtigen, zu einem Kern. Thema, zu einem Thema, wo die Piraten mit groß geworden sind. Und ich habe mir heute für die, wir haben uns für die Präsentation überlegt, dass doch sehr gerne Lara das übernehmen sollte. Was sie jetzt, wo ich sie jetzt drum bitte. Ja. Einfach da drauf drücken, okay. Ja, hallo zusammen. Ich darf unseren Vorschlag für die Enquete-Kommission vorstellen. Das ist die Enquete mit dem Arbeitstitel Vernetzte Lebensräume in NRW, der Mensch und seine Privatheit in der digitalisierten Gesellschaft. Ich hoffe, dass nicht die Ästhetik der Präsentation entscheidend ist. Die ist nämlich vielleicht nicht so hoch wie bei Olli. Nichtsdestotrotz habe ich hier als Hintergrund für die Präsentation das Bild eines Radoms gewählt. Das Radom, das mit der NSA, mit den NSA-Enthüllungen eigentlich das Symbol der anlasslosen Überwachung unserer Gesellschaft geworden ist. Und das als Symbol auch gleichzeitig die Relevanz unserer Enquete verdeutlichen soll. Das Credo von Wirtschaft und Staat lauten gerade, so viele Daten sammeln wie möglich, egal ob wir sie heute brauchen. Und morgen, denn morgen werden wir es schon mit Big Data Technologien oder Data Mining diese Informationen verarbeiten können, Profilbildung vornehmen können. Die Konsequenzen dieser Bestrebung, dieses Datensammelns, die sind noch gar nicht abzusehen. Was aber abzusehen ist, ist, dass das Thema Privatheit ein zentrales in Zukunft, wenn nicht sogar heute schon werden wird. Weiter. Und dieses zentrale Thema wollen wir eben zum Thema unserer Enquete oder der Enquete, die wir hier vorstellen möchten, machen. Um die vorzustellen, möchte ich euch kurz noch einen Punkt zur Relevanz sagen, warum ich finde, dass es ein Thema hier für den Landtag ist oder für uns ist. Euch erläutern, warum wir über Privatheit reden und nicht über Privatsphäre oder Datenschutz, was Privacy Impact Assessment ist. Gut, ihr seht es selbst über die Aufgaben zu einer möglichen Umsetzung, wenn wir dann zu den Zielen kommen. Ein kurzes Beispiel anhand zum Beispiel dem Thema E-Government, was man behandeln könnte, ein Beispiel geben. Und enden möchte ich die Präsentation mit 5 Argumenten, die ich denke, ich hoffe, sie könnten euch für die Enquete oder zu der Enquete überzeugen. Okay. Die Digitalisierung unserer Lebensräume schreitet voran. Über Daten werden erfasst, verarbeitet und vernetzt. Dabei fehlt allerdings eins. Es ist eine wirkliche Zukunftsvision. Wir haben
technophile Zukunftsvisionen. Das sind dann aber meistens die Visionen von Apple oder Facebook. Wir haben technophobe Zukunftsvisionen. Das sind dann die von 1984 und schlimmer. Wir haben aber keine Zukunftsvision darüber, wie wir unsere Gesellschaft finden. Wir wollen viele dieser Technologien nutzen. Wir sehen die Vorteile. Wir haben keine Vision darüber, wie wir das nutzen können und zugleich Privatheit erhalten können. Wir haben bislang nur punktuelle Lösungsstrategien, das heißt, wir beschäftigen uns mit einzelnen Technologien wie Google Glass oder das E-Calling-System, was ja auch schon hier besprochen wurde. Aber wir haben eben, oder ein Gesetz wie die Vorratsdatenspeicherung, aber wir haben eben noch nicht die einheitlich oder die Herangehensweise gefunden. Da eben unser Lebensalltag, unsere vielen Lebensräume, in denen wir uns aufhalten, von dieser Digitalisierung erfasst werden, denke ich, ist es auch ein Thema für den Landtag NRW. Auch der hat in vielen dieser Lebensräume Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist nämlich eben ein Thema, was wir auf allen Ebenen besprechen müssen. Das müssen wir für uns privat zu Hause klären, aber das müssen wir auch global klären, eben auch auf allen Ebenen dazwischen. Und hier im Landtag NRW, denke ich, wir haben, oder der NRW kann hier eine Vorreiterrolle annehmen übernehmen, indem es sich mit dem Thema auseinandersetzt. Wir haben schon jetzt eine große Vernetzung, vielleicht nicht beim Breitbandausbau, aber was die Wirtschaftsverflechtung angeht. Wir sind viele Metropolregionen. Schon jetzt ist Vernetzung hier vorhanden und diese wird eben zunehmend digitalisiert werden. Machst du weiter? Ah ja, okay. Warum haben wir den Begriff der Privatheit gewählt und sprechen eben nicht über Privatsphäre? Zum einen, Privatsphäre ist vielleicht immer noch ein Konzept, was wir sehr räumlich verstehen. Zu Hause, das ist unser privater Raum, das ist unsere Privatsphäre. Privatheit geht aber viel weiter. Das sind eben unsere Gedanken, unser Verhalten, das ist unser Selbst, was wir in unserem, sagen wir mal, abstrakten Raum schützen und in dem niemand eingreifen sollte, wo wir auch die Grenzen selbst definieren. Das ist eben nicht gleichzusetzen mit dem Konzept des Datenschutzes, nicht mit dem Konzept der Datensicherheit oder informationellen Selbstbestimmung. Das mag Überschneidungen geben, aber der Begriff der Privatheit geht weiter. Und hier habe ich ein paar Beispiele aufgeführt, was das alles bedeutet. Es gibt die Privatheit persönlicher Informationen der Person, das heißt des Körpers, der persönlichen Kommunikation, des persönlichen Verhaltens, von Gedanken und Gefühlen, der örtlichen Lage oder der Gruppe oder des Verbands sogar. Das heißt, unser privater Raum kann an ganz vielen verschiedenen Stellen durch neue Technologien eingeschränkt oder verletzt werden. Die Erarbeitung eines politischen relevanten Konzepts der Privatheit wäre somit aber auch Teil oder wäre zum Beispiel Teil der Enquete, sich dieser Frage näher zu stellen, wo oder wie kann Politik mit Privatheit umgehen. Lass mal weiter. Danke. Wir wollen, oder im Grunde könnte man die Enquete vernetzte Lebensräume als ein großes politisches Privacy Impact Assessment verstehen. Privacy Impact Assessment, sind mir noch nicht so viele deutsche Begrifflichkeiten untergekommen, wahrscheinlich ist es Privatsphäre Folgenabschätzung, ich werde das jetzt einfach mal synonym verwenden, ist letztendlich eine Methodik, mit der man die Auswirkungen eines Programms, einer Technologie, eines Gesetzes und so weiter auf die Privatheit, mit der man die Auswirkungen auf die Privatheit abschätzen möchte und nach Beratung mit allen Beteiligten eine Handlungsempfehlung entwickeln möchte, bei der negative Auswirkungen eingestellt oder verringert werden. Das heißt, es ist eine bewusste Herangehensweise, um Risiken zu identifizieren und Lösungen eben dafür zu finden. Es ist eben kein bloßer Bericht, der die Einhaltung von Datenschutzregeln darlegt oder Ähnliches, sondern wirklich ein Versuch einer systematischen Folgenabschätzung. Im Mumble letzte Woche, meine ich, war ich zwar selbst nicht anwesend, aber ich habe mir das Protokoll durchgelesen und da wurden mehrere Fragen formuliert, auf die ich vielleicht kurz an der Stelle eingehen wollte. Und zwar ist es eine Frage war: Und ist der Technikwandel nicht zu schnell, als dass man einmal Kriterien entwickeln kann? Dazu muss man sagen, die Enquete vernetzte Lebensräume hätte eben nicht zum Ziel, einmal Kriterien zu entwickeln. Privacy Impact Assessment sozusagen objektbezogen, es bezieht sich auf das, was man eben, dessen Auswirkungen man nach oder überprüfen will, ob es jetzt ein Programm, ein Projekt im Gesetz ist. Es ist also demnach objektbezogen und weiterhin sind Privacy Impact Assessments dazu ausgelegt, dass man die richtigen Fragen einfach stellt.
Worauf muss man achten? Auf welche Form von Privatheit muss man schauen? Sind hier Aspekte von Datensicherheit relevant? Wie gesagt, die richtigen Fragen mit dem richtigen Fokus. Eine zweite Frage war, ist dies nicht Sache von Philosophen, wie bei der Technikfolgenabschätzung? Darauf möchte ich antworten, ja und nein. Natürlich sollten sich auch andere Disziplinen mit dem Thema auseinandersetzen. Was wir hier tun wollten in diesem Fall, wäre eben ein systematischer politischer Aufschlag, zu schauen, welchen Handlungsrahmen hat die Landespolitik in diesem Feld, wo kann sie positive Akzente setzen, positiv eingreifen. Ein dritter Punkt, eine Technikfolgenabschätzung funktioniert nur mit Daten. Wie soll eine Privatsfolgenabschätzung funktionieren, wenn sie dazu dienen soll, dass keine Daten erhoben werden? Dazu möchte ich nochmal zum ersten Punkt kommen. Wie gesagt, eine Privats- oder eine Privacy Impact Assessment hilft eben, die richtigen Fragen zu stellen. Das heißt auch, dass Sie mit dem Blick zum Beispiel auf den Punkt Beratung mit allen Beteiligten, dass sie qualitativ ist. Man versucht, die richtigen Leute mit einzubeziehen, die davon betroffen werden, sollen eben ihre Meinung, ihre Ängste, ihre Wahrnehmungen auch formulieren. Das soll auch ganz klar Thema dessen sein. Und dadurch kann natürlich ein Privacy Impact Assessment niemals quantitativ sein, sondern ist eben nur ein Versuch einer systematischen Folgenabschätzung. Okay, kommen wir weiter. Wie könnte so etwas dann in einer Enquete von 2 Jahren ungefähr aussehen? Grob gesagt, man könnte anfangen eben mit einer Sachstandanalyse, wo sind wir denn heute, welche Technologien, Gesetze gibt es heute schon, da denke ich, fallen uns einige ein, über die man sprechen könnte, die Privatheit eben in irgendeiner Form da irgendwie eingreifen, dann natürlich aber auch mit einem Blick in die zumindest absehbare Zukunft, welche Technologien wird es geben, welche Auswirkungen werden die auf die Privatheit der Menschen haben. Das zunächst für einzelne Lebensräume, ich nenne das vielleicht auch etwas synonym für Politikfelder, um das ein bisschen, bisschen verständlicher zu machen. Da wäre zum Beispiel ein Beispiel Infrastruktur, in das man schauen könnte, was wird sich dort tun, nur ein paar Stichworte zu bringen. Smart Cities mit Ampel- und Lichtanlagen, die auf Bewegungssensoren oder auf andererlei Sensoren reagieren und damit persönliche Daten in irgendeiner Form verarbeiten. Smart Metering, das heißt die effizientere Wasser- und Energieversorgung. Das City Management der Zukunft, das eben die Müllentsorgung regulieren wird mit Hilfe von persönlichen Daten. Diese einzelnen Politikfelder sollen nach einer Fokussierung, die wir zusammen vornehmen müssten, angesprochen werden, um sie dann zum Ende hin auch gesamtheitlich natürlich noch zu verstehen. Welche Entwicklungen sind generell zu erwarten und wie wollen wir dem gesamtgesellschaftlich und gesamtheitlich auch da Antworten geben. Und natürlich ergeben sich aus den einzelnen verschiedenen Feldern auch verschiedene Handlungsmöglichkeiten. Da kommen wir gleich nochmal zu. Zur Umsetzung. Eine mögliche Umsetzung, das ist möchte ich euch in 3 Teile vorschlagen, wobei die auch ganz klar von dem Input der einzelnen MDLs und Fachexperten lebt und auch ganz klar hier gesagt werden, nochmal differenziert oder fokussiert werden muss. Handelt sich hier um einen Vorschlag. Grundsätzlich könnten wir uns das in der Dreiteilung vorstellen, erstmal Grundsätzliches zu besprechen. Das heißt, ich hatte ja gerade schon angefügt oder aufgeführt, was ist Privatheit, dass diesen Begriff und vor allem hinsichtlich der neuen zu erwartenden Technologien und müssten wir besprechen, was ist da gesellschaftlich oder auch historisch relevant, welche Machtverhältnisse zwischen Staat und Bürger, zwischen Wirtschaft und oder Wirtschaftsunternehmen und Konsument kommt in diese Gesamtrechnung vielleicht hinein. Ein zweiter Punkt, Vorschlag wäre, sich besondere Technologien herauszunehmen, die wir als besonders sensibel betrachten, das heißt Biometrie, die für die Biometrie, die für das Identifikationsmanagement weiterhin genutzt werden wird, aber auch Verhaltensmustererkennung im Supermarkt oder in Bahnhöfen mit softwaregestützter Videoüberwachung. Und diese Themen wollen wir da nochmal gesondert besprechen, um dann auch noch technische Betrachtungsweisen einzuführen. Denn auch in den Diskussionen hier im Landtag
habe ich zumindest immer wieder das Gefühl, die technischen Kompetenzen sind nicht alle gleichwertig verteilt. Das heißt, hier könnte man darüber sprechen, was ist Data Mining, was bedeutet Privacy by Design, was bedeutet Privacy by Default, was ist Anonymisierung, was Pseudonymisierung, was bedeutet überhaupt Sicherheit in Datenbanken? Also Themen, wo wir auch immer wieder schon unseren Finger in die Wunde gelegt haben, dass man die dort nochmal geordnet bespricht. Darauf aufbauend könnte man dann eben in diese einzelnen Lebensräume oder Politikfelder gehen. Ich möchte das nur mal kurz anschneiden mit ein paar Stichworten zu dem jeweiligen. Wir haben auch hier, könnte man Mobilität besprechen, denke ich an Carsharing oder das E-Ticketing der Zukunft, ob es ja in irgendeiner Form, wird es das vielleicht noch im ÖPNV geben. Smart City, schon angesprochen mit City Management oder Smart Metering. E-Health, da las ich gestern noch einen Artikel über Smart Clothes, also T-Shirts, die zum Beispiel Herzfrequenzen messen können, aber da wird ganz viel auf den Markt gestreut werden in den nächsten Jahren. Zur Bildung, wenn wir nicht heute anfangen, die richtigen Kompetenzen im Bereich Datenschutz, Privatheit zu lehren, dann mag es in Zukunft zu einer digitalen Spaltung zwischen den Leuten kommen, die sich eben schützen können, privat leben können und die eben weniger Privatsphäre haben. Auf den Punkt E-Government würde ich gleich halt nochmal rein zu sprechen kommen. Schauen wir uns deshalb kurz nochmal Einzelhandel und Versorgung an. Hier Dinge wie Heatmaps, die ein Ortungsprofil in Supermärkten zum Beispiel machen oder RFID-Technologien, das ist heute schon ein Thema. Bei Innovation und Wirtschaft fallen Stichworte wie Industrie 4.0, auch die NRW als wichtiger Industriestandort wird sich weiter smartifizieren und dadurch werden auch eventuell persönliche Daten mit bearbeitet werden. Aber wir können auch über Privatheit als Wirtschaftsfaktor sprechen. Das ist in den letzten Jahren viel im Gespräch oder in den letzten Monaten, wie können wir Privatsphäre, Datenschutz zum Wirtschaftsfaktor machen. Hier kann die Landespolitik sicherlich auch Akzente setzen, wenn sie wollte. Und so auch wir in dieser Enquete. Polizei und Gefahrenabwehr noch ganz kurz. Zum Ersten muss ich nichts sagen. Was ich ganz spannend finde, ist das Katastrophenmanagement der Zukunft, das zum Beispiel mit Funk, es gibt Forschung im Bereich zu Funkzellenabfragen, die genutzt werden, wenn bei einer Überschwemmung oder einem Erdbeben oder das Crowd-Control-System per softwaregeschützter Videoüberwachung. Ihr seht, all diese Themen bieten uns Vorteile, aber auch ganz klar Gefahren für die Privatheit. Deshalb sollte man sie mal systematisch besprechen. Ein dritter Punkt wäre dann eben der holistische Ansatz, mal gesamtheitlich über die Vernetzung der Vernetzung, wie wir es jetzt sozusagen genannt haben, mal zu sprechen. Denn keiner dieser Lebensräume ist ja wirklich autark für sich, sondern immer in Verbindung zu den anderen auch zu sehen. Kommen wir zu den Zielen. Was wollen wir denn da überhaupt bewirken? Ich denke, es ist hier wichtig, zwischen offiziellen Zielen und inoffiziellen, das heißt auch teils nicht messbaren Zielen zu unterscheiden. In den Debatten hier haben wir oft festgestellt, oder offiziell habe ich zumindest den Eindruck, gibt es kein Problembewusstsein für dieses Thema. Das heißt, ein nicht messbares Ziel wäre erstmal ein Problembewusstsein dafür herzustellen, was erwartet uns denn in den kommenden Jahren? Denn nur mit Hilfe dieser Sensibilisierung können wir tatsächlich dann Lernprozesse in Gang setzen. Es ist wirklich an der Zeit, dass wir uns dieses Themas annehmen und über Privatheit und die Digitalisierung unserer Gesellschaft sprechen. Ein messbares oder offizielles Ziel könnte damit dann sein, einen sogenannten operativen Begriff der Privatheit zu entwickeln. Das heißt, ein Begriff, mit dem wir auch wirklich politisch arbeiten können. Das heißt, es soll keine Checkliste sein, die es irgendwie abzuarbeiten gilt. Aber man könnte zum Beispiel sagen, man möchte Privatsphäre, Folgenabschätzung, Privacy Impacts Assessment zum wesentlichen Faktor in der Politikgestaltung machen. Das in einigen Ländern ist das schon der Fall. Ich habe hier noch ein Buch mitgebracht, wer da gleich noch reinschauen möchte. Manche Länder haben sowas inzwischen eingeführt. Das ist sicherlich noch nicht das Gelbe vom Ei, aber ein Anfang, um da bewusst mit umzugehen. Ich glaube, dass dieser Ansatz, der Ansatz der Privatheit, den wir hier reinbringen, auch für die anderen Fraktionen ein überzeugender sein könnte, denn keine der anderen Parteien oder Fraktionen stellt sich ja wirklich ernsthaft gegen die Idee der Privatheit. Das ist
ein gesamtgesellschaftlicher Wert, wichtig für unsere lebendige Demokratie, wenn man so möchte. Es wird in Zukunft vielleicht auch eine soziale Frage werden, eben zwischen denen, die sich schützen können, die es nicht können, die mehr überwacht werden. Es kann auch als Wirtschaftsfaktor verstanden werden. Das heißt, hier die Anerkennung vielleicht auch eines gesamtheitlichen Ansatzes könnte man erreichen. Weitere Ziele, spezifische Ziele wären eben diese Privacy Impact Assessments oder die bewusste Auseinandersetzung mit dem Wert Privatheit für die einzelnen Politikfelder. Was ich mir natürlich auch wünschen würde, wäre die Anerkennung, dass man bestehende Initiativen per sogenannten Privacy Audits noch einmal überprüfen muss, inwiefern bestehende Gesetze eben Einfluss auf den Wert der Privatheit haben und inwiefern man diese vielleicht noch mal bearbeiten müsste. Danke. Gut. Ihr seht vermutlich jetzt schon, wenn ihr diese Slide seht, dass dieser Vorschlag nicht so fokussiert vielleicht an diesem Punkt ist, wie der andere Enquete-Vorschlag. Das liegt einfach natürlich an dem Thema, daran, dass es ein Querschnittsthema ist. Da bedarf es Input von allen. Wir können das... haben das bislang querschnittsthematisch aufgebaut, aber hier ist sicherlich fachpolitischer Input nochmal vonnöten. Einzelne Fragestellungen oder einzelne Akzentuierungen, die man setzen könnte, möchte ich euch trotzdem mal an diesem Beispiel E-Government aufzeigen. Ich habe ein paar Fragen formuliert, die grob in die Richtung gehen könnten, die man auch gehen könnte während einer Anhörung. Das wäre einmal eben so eine Art Privacy Impact Assessment für die Verwaltung zu machen. Welchen Einfluss wird die Digitalisierung dort haben? Wie müssen wir da wenn wir uns Datenbanken anschauen oder den Privatheitsschutz generell in der Verwaltung, wie ist es da bestellt? Was ist dort zu erwarten? Mit einem spezifischeren Blick könnte man sich eben die einzelnen Sachen angucken, wie Melderegister etc. Ein anderer Punkt wäre zum Beispiel die Kompetenzentwicklung in der Verwaltung. Gibt es dort Weiterbildungsmaßnahmen, die wirklich eine Sensibilisierung für Privatheit, Datenschutz und so weiter im Fokus haben, als Handlungsempfehlung dann eben natürlich, das sollte man vielleicht mal einführen, wenn es das noch nicht gibt, oder das sollte man weiterentwickeln. Ein zweiter Punkt ist, ich hatte es ja gerade schon angesprochen, andere Länder nutzen das teils schon, solche Privacy Impact Assessment vor jedem Gesetzentwurf, also während dieser Gesetzentwurf durch die Parlamente geht oder in der Verwaltung auch, und dann eben zu schauen, für welchen Bereich ist in der Verwaltung oder Politik ist das denn überhaupt sinnvoll? Ich meine natürlich, oder mit welcher Komplexität, mit welchem Zeitaufwand will man das betreiben? Das ist sicherlich nicht für jede Initiative oder vielleicht nicht für jede Initiative sinnvoll, aber eine bewusstere Auseinandersetzung mit dem Thema würde ich meinen, wäre richtig. Nun gut, ein dritter Punkt, Open Government und Privatheitsschutz, das wurde sicherlich schon diskutiert. Auf der einen Seite die Idee der Transparenz, auf der anderen Seite die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Mitarbeiter der Verwaltung. Wie können wir das wirklich sinnvoll klären, ohne dass die Begriffe immer gegeneinander ausgespielt werden? Wie können wir da wirklich diesen Punkt überwinden und da wirklich konstruktiv dran arbeiten? Ein letzter Punkt vielleicht noch, der Punkt behördliche Datenschutzbeauftragte, für jeden von euch, der sich vielleicht schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt hat, was in diesen Verfahrensverzeichnissen im Datenschutz festgehalten wird in den Behörden, der weiß, dass es eher eine frustrierende Sache ist. Hier könnte man halt auch nochmal Konkretisierung vornehmen und wirklich auch ein Bewusstsein dafür schaffen. Gut, ihr seht, muss ich jetzt noch nicht selbst mich bewerten? Okay, kommen wir zum letzten Punkt, die fünf Argumente, die ich euch eben nochmal anführen wollte. Und zwar glaube ich mit dem Punkt 1, das ist ein piratiges Kernthema. Die Piraten werden mit dem Thema Netzpolitik, mit der Kritik an Überwachung, mit dem Thema Datenschutz verbunden. Und durch eine Enquete, die sich auf dieses Thema fokussiert, kann hier einfach nochmal die Ernsthaftigkeit des Anliegens unterstrichen werden. Es gibt die Möglichkeit, nicht nur protestmäßig dagegen zu sein, sondern konstruktiv mit Sachverstand an der Zukunft zu arbeiten und zu zeigen, dass die Piraten oder wir eben das Zeichen der Zeit verstanden haben und konstruktiv, wie gesagt, das gestalten wollen, die Zukunft gestalten wollen.
komme ich auch direkt zum zweiten Punkt. Das ist ein Zukunftsthema. Das müssen wir unbedingt angehen. Auf allen Ebenen kann ich das, also auf allen politischen Ebenen, in allen Gremien. Wir müssen uns darüber im Klaren werden, wie Privatheit in der Zukunft gestaltet werden soll. Deshalb denke ich, es ist ein sehr wichtiges Thema, das unbedingt in Landtagen, in Parlamenten besprochen werden sollte. Eine Debatte, wie gesagt, hat darüber noch gar nicht so richtig stattgefunden, eine strukturierte Debatte zumindest. Dritter Punkt, es ist ein Medien- und Netzthema. Wenn man heute die Zeitung ausschlägt, dann ist eigentlich in jedem Bericht, in jeder Tageszeitung immer wieder etwas über neue Technologien, neue Gesetze und Ähnliches zu finden. All das immer auch natürlich mit dem Punkt oder mit dem Aspekt der Privatsphäre, mit dem Datenschutz. Wenn wir hier eine offene und anspruchsvolle Enquete gestalten könnten, dann würde ich sagen, haben wir eine hohe Chance, eine vergleichsweise hohe Medienaufmerksamkeit zu bekommen, nämlich mit diesem Thema, mit dieser generellen Berichterstattung zu diesen Themen verbunden zu werden. Weiterhin ist natürlich die Wählerklientel, sag ich mal, der Piraten, netzaffin, achtet auf solche Themen, kann hier natürlich, also diese Aufmerksamkeit hätten wir sicherlich auch nochmal sicher. Kommen wir zum vierten Punkt, das ist ein Querschnittsthema. Das bedeutet, ich glaube, das wäre für alle Fraktionen was dabei. Es ist aber auch für jeden MDL, und jetzt keine Angst haben, aber auch für jeden MDL etwas dabei. Das heißt, hier gibt es die Möglichkeit, daraus diese Kernthemendebatte, die wir schon geführt haben, da im Eins auszumachen, das als Gemeinschaftsprojekt loszutreten. Für jeden wäre die Möglichkeit, fachpolitischen Input vor, während und nach der Enquete einzubringen. Es ist natürlich wichtig zu wissen, welche Themen sind gerade brandaktuell in den jeweiligen Ausschüssen, welche sollte man unbedingt dran nehmen, die noch nicht besprochen wurden, im Bereich Privatheit und Digitalisierung natürlich. Ein Insiderwissen ist wichtig, das heißt zu schauen, welche interfraktionären Konflikte könnten bei den jeweiligen Themen zu erwarten sein, wo ließe es sich gut zusammenarbeiten, um da wirklich konstruktiv, auch ergebnisorientiert zusammenzuarbeiten. Dann vielleicht etwas überspitzt, sehe ich euch auch als Botschafter für die Privatheit. Das heißt, die Möglichkeit, hier mitzudiskutieren, das Thema zu vermitteln und auch themenspezifisch mit euren eigenen politischen Themen zu verbinden, da Veranstaltungen zu organisieren. Damit kommen wir zum fünften Punkt. Das ist ein super Partizipationsthema. Olli hat es gerade schon angesprochen, egal welche Enquete die Piraten hier nehmen. Ich denke, der Anspruch ist, die offener und diskursiver zu gestalten. Das heißt, auch mit den Bürgern mit interessierten Menschen in Kontakt zu treten, diese an dem Gespräch teilnehmen zu lassen. Ich denke gerade aber auch dieses Thema zum Enquete der vernetzten Lebensräume bietet wirklich ein großes Mitmachpotenzial, gemeinsam und konstruktiv eben über die Zukunft zu sprechen. Auch gerade deshalb, und jetzt komme ich vielleicht nochmal zu dem Radom, oder jetzt komme ich nochmal zu dem Radom ganz am Anfang, gerade deshalb, damit dieses Symbol, dieses Negativsymbol keinen Bestand hat und wir eine Gesellschaft gestalten, in der wir Privatheit und die Vorzüge der Technologien genießen können. Das war's. Danke. Jo, gibt es Verständnisfragen da drüben? Ja, Verständnisfragen nicht direkt, aber um das erstmal mit der anderen Enquete-Kommission so auf eine Ebene zu bringen. Der Olli den hatte ich so verstanden, dass er schon Ideen für Sachverständige hat. Wie ist das bei euch? Habt ihr schon Ideen für Sachverständige? Ja. Okay. Also es gibt auch wirklich Spitzenforscher in dem Bereich oder auch weitere Experten in dem Bereich hier in Deutschland. Gut, zu gewinnen. Habt ihr schon Kontakt zu denen? Wir haben noch keinen Kontakt aufgenommen. Hast du schon? Teils? Okay. Teils ja, offensichtlich, wie ich gerade höre, aber ich von meiner Seite habe das noch nicht getan, einfach weil ich das besser finde, das erst zu tun, wenn man weiß, wohin der Weg, wohin es gehen soll. Okay. Dann jetzt irgendwie so eine Sache zu dieser, bei der Umsetzung war das, glaube ich, da waren ziemlich viele Themen oder Folie 7, da. Ja, meint Stefan gerade. Aber letztendlich, ja. Jetzt ist die Frage,
ich bin genau da die da gerade, die, genau. Das war, kam mir jetzt irgendwie sehr umfangreich vor. Olli hatte gesagt, er wird sich in seiner Enquete-Kommission auf einen bestimmten Themenbereich beschränken können. Mhm. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr geplant, alle diese Teilbereiche in die Enquete-Kommission einfließen zu lassen oder wie stellt ihr euch das vor? Es muss eine Fokussierung vorgenommen werden, das auf jeden Fall. Muss ich einfach sagen, dass ich mit dem Blick der Privatheit oder mit diesem Querschnittsthema-Ansatz bislang daran gegangen bin. Das heißt, ich bin absolut kein Experte oder wir sind, ich kann nur für mich sprechen, keine Experten für die vielen anderen politischen Themenbereiche, die ihr alle so beackert. Und demnach wäre meine Vorstellung eben davon zu sagen, okay, lasst uns gemeinsam für die, die sagen, hier sind Punkte, die wir wirklich besprechen müssen, da Fokussierungen im Vorhinein vornehmen. Entschuldigung, möchte ich kurz ergänzen. Der Fokus ist die Privatheit. Das ist der Fokus. Von der Digitalisierung und Netzthema, der Fokus ist die Privatheit und das sind die einzelnen Gebiete. Privatheit, Mobilität, Smart City, E-Health, Bildung. Wie sich das da abbildet. Ich würde auch noch was dazu sagen wollen. Hier bietet sich natürlich eine Fokussierung ganz klar auf den Gestaltungsrahmen, den NRW-Politik hat, an. Aber das, wie gesagt, wenn im Pad werdet ihr da noch Ausführungen zu den jeweiligen Punkten finden. Da gibt es so eine Art, da hatten Olli und wir uns darauf geeinigt im Vorlauf zu der Planung, dass wir eine Art Realitätscheck durchführen. Und da sind zu jedem Themenbereich mögliche Fokussierungen eben aufgeführt, mögliche Fragestellungen, in die das gehen könnte, in denen die einzelnen Punkte gehen könnte. Aber nichtsdestotrotz kann ich nur sagen, ja, es bedarf noch einer weiteren Zuspitzung, um da nicht auch vielleicht die Hoheit über das Thema zu verlieren, die auch Olli angesprochen hatte. Also ich habe noch eine Frage, die auch dazu dienen würde, nochmal das mit Ollis Themenbereich vergleichbar zu machen. Olli hatte gerade gesagt, es wird schon ein fertiger Antrag vorliegen, wenn ich ihn richtig verstanden habe, oder ein fast fertiger? Ja? Ist ähnlich? Ist das bei euch auch so? Wollte ich gerade nachfragen. Es gibt Textbausteine. Es gibt demnach, also würde ich schon sagen, einen ersten Anlauf. Aber hinsichtlich dieser Fokussierung im Ablauf sollten sicherlich noch Absprachen erfolgen und die dann auch in den jeweiligen Antrag eingebaut werden. Leute, danke soweit zu meinem Verständnis. Auch nur noch mal anfügen. Es gibt ja das große Pad, ein Link, der zweimal rumgeschickt wurde für Referenten und Abgeordnete. Sehr lang, sehr umfangreich zu den einzelnen Themenbereichen und auch eine Antragsversion ist da auch schon drin. Aber wie gesagt, entsprechend zu Ollis Texten auch. Nur ganz kurz ergänzend, also wir haben in unserer Vorbereitung als Zieldatum das Plenum im Juni angezielt. Also wir würden, solltet ihr euch für diese Enquete entscheiden, am 4. und 5. Juni ins Plenum den Antrag einbringen können, damit wir vor der Sommerpause mit den Vorbereitungen durch sind und nach der Sommerpause mit der Enquete anfangen können. Das ist unser Zeitplan. Gut, also ursprünglich hatten wir ja mal den Gedanken Mai, das ist jetzt schon seit einigen Wochen weg, also gemeinsam hatten wir die Idee. Vor der Sommerpause ist ganz klar das Ziel. Unsere Auffassung ist jetzt im Moment, das bestmöglich zu machen. Das kriegt man vor der Sommerpause hin, die Zeit ist da, keine Frage. Es ist ja alles schon sehr weit. Aber wenn man noch diskutiert, wenn es Input gibt, kann es theoretisch danach sein. Aber Ziel wäre ganz klar vorher. Gut, dann haben wir den Linus als nächsten auf der Liste. Und dann gerne nochmal Andrea. Aber es ist ja auch so, auf 2 Jahre ist die Enquete regulär ausgelegt. Von daher schauen wir mal. Es sind auf jeden Fall 2 spannende Themen. Mich würde noch interessieren, ich habe mehrere Fragen, aber fangen wir mal nur mit einer Frage an. Dann darf Andrea. Mich würde interessieren, ihr hattet gemeint, dass es einen Gestaltungsspielraum in NRW gibt.
Das würde mich jetzt bei dem Thema mal interessieren. Also wo seht ihr den Gestaltungsspielraum und wo ist er nicht da? Weil das ja sehr auch durchaus globale Themen sind. Ne? Falls ihr das nochmal irgendwie ein bisschen abgrenzen könnt, ja, einer von euch beiden. Ja. Also Gestaltungsspielraum für Privatheit in NRW. Okay, also wir haben das Thema, ich sag mal, dauernd. Wir haben kein Privatheitsgesetz. Also es geht jetzt nicht um eine Gesetzgebungskompetenz für ein Privatheitsgesetz, aber die Fragen. Wir haben aktuelle, also Thema Verkehr, Sensorik, Wirtschaft. Ich habe letzte Mal ausgeführt, dass wir hier Impulse für die Wirtschaft setzen wollen. Wir wollen das einen Begriff finden. Wir wollen eingrenzen, was wir, wie wir Bürger uns hier in der digitalen Welt verstehen, was für uns Privatheit ist, wollen das abbilden auf Technologien, die hier entwickelt werden. Da brauchen wir erstmal, da geht es gar nicht um Gesetzes, darum, Gesetze zu machen. Da geht es darum, den Begriff zu prägen und die Industrie aufzufordern, etwas zu tun. Wir haben aber im Verwaltungshandeln natürlich diesen auch die Privatheit. Wir haben im Moment gläsernes Bankkonto. Wir haben hier die große E-Government-Initiative, Bundesgesetz. Wir haben Open-Government-Initiative vom Land. Da geht es ganz viel darum, wie sich Menschen einbringen. Wir haben intern bei den Piraten die Diskussion, wie offen bringt sich jemand in eine Diskussion ein? Wie geht er da mit seinem Namen um? Wie kann das System, wo er da rumdiskutiert, schützen, dass nicht Dritte wiederum zu viel Informationen über ihn daraus finden. Also es gibt ohne Ende eigentlich Felder, auch hier in NRW, wo wir mit diesem Begriff, mit der Definition dann regeln, ob es über Verordnung, ob es Gesetze sind oder ob es einfach das Thema ist, was wir beschreiben und jemandem eine Aufgabe geben, es zu lösen. Wie gesagt, Richtung Industrie, also sprich Wirtschaftsfaktor Privatsphäre, daraus zu machen. Das, ich denke mal, es ist nahezu unendlich. Ich würde vielleicht da auch noch ganz kurz darauf antworten. Ich sehe ja ganz klar natürlich Polizeiarbeit. Die gilt es nochmal privatheitsfreundlicher zu bedenken. Ich sehe hier ganz klar das Thema Bildung auch. Wie können wir Privatheitskompetenzen vermitteln, auf allen Ebenen, von der Jugend bis in die Altenbildung? Ich sehe auch ganz klar das Thema E-Government. Wie wollen wir Verwaltung, Politik auch gestalten? Wie können wir hier einen bewussten Umgang mit Privatheit in den verwaltungstechnischen Abläufen, aber auch in der Politik einführen? Darüber hinaus sehe ich auf jeden Fall auch, wobei ich auch da kein Experte bin, mir das nicht anmaßen möchte, in verschiedenen Feldern Möglichkeiten, Akzente zu setzen, auf Wirtschaftsunternehmen, auf hiesige einzuwirken. Im Gespräch natürlich das schöne Wort Selbstregulierung vielleicht da ein Bewusstsein zu schaffen. Ich möchte euch nur einfach einladen, dann auch nochmal in dieses Pad zu schauen und auch gerne nochmal da in der Diskussion mit uns, also auf uns zuzukommen und das auszudiskutieren, weil auch für mich nicht einfach auch eure Perspektiven interessieren würden für die einzelnen Felder. Aber das so, die würde ich als ganz markant herausstellen wollen und ich sehe auf jeden Fall auch für die anderen noch Gestaltungsrahmen. Dann habe ich jetzt hier noch Andrea und den Nexus auf der Liste. Ich habe jetzt erstmal noch zwei Fragen und zwar an beide, die ich aber erst stellen. Also ich stelle die erste Frage und dann möchte ich die zweite Frage erstellen, wenn ihr die erste beantwortet habt. Und zwar wüsste ich gerne, welche Aufgabe eurer Meinung nach eine Enquete-Kommission hat. Ein Thema, was die Menschen, nicht nur den Landtag, aber auch die Menschen in Nordrhein-Westfalen betrifft, in der Tiefe zu diskutieren und daraus Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Das ist schon ziemlich gut. Also eine Enquete in Nordrhein-Westfalen
ja, die Definition ist sogar in den anderen, ich glaube, es gibt ansonsten in Mecklenburg-Vorpommern und im Bund noch Enquete. Ich glaube auch in einem anderen Bundesland, aber nicht in denen, in denen wir sonst sitzen übrigens als Piraten. Hat halt die Aufgabe, ein Thema, was für die Landespolitik und für den Landtag ja, sehr wichtig ist, in der darauffolgenden Zukunft vorzubereiten und dort eine Grundlage zu erarbeiten. Und dort praktisch ja, schon mal in einem schönen Handlungsempfehlungskatalog, so läuft das in NRW immer, aufzuzeigen, welche Rahmenbedingungen man als Landespolitiker setzen muss und wo man vielleicht, ja, wo es Regelungsbedarf gibt. Und dort, wo man halt durch Gesetze im Land oder gegebenenfalls, passiert bei Enquete auch sehr oft, durch Bundesratsinitiativen was bewegen kann. Das mit den Bundesratsinitiativen sollte natürlich nicht überhand nehmen, aber es kommt in jeder Enquete vor. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Enquete im Land Nordrhein-Westfalen, wo die Enquete schon ziemlich gut ausgestattet ist, und der Enquete im Bund. In Nordrhein-Westfalen, wo ich schon bei der Ausstattung war, haben wir die Möglichkeit, wirklich pro Fraktion noch einen Referenten zu haben, dann den Sachverständigen plus noch so eine Assistenzstelle. Das Ganze kostet 800.000 Euro, haben wir mal letztens ausgerechnet ungefähr für die zweijährige Enquete. Es sollte also schon ein Thema sein, was auch entsprechend so einen Bedarf rechtfertigt. Damit meine ich jetzt nicht privater, aber wir hatten vorher mal über andere Themen gesprochen. Da denkt man sich, die 800.000 Euro könnte ich auch nehmen und dann wäre das Thema erledigt, dann brauche ich keine Enquete machen. Und im Bund allerdings haben wir noch wesentlich mehr Ressourcen, und im Bund ist noch Enquete anders aufgestellt. In Nordrhein-Westfalen arbeitet die Enquete relativ für sich und am Ende hat man meistens dann ein Ergebnis und meistens erfährt man zwischendurch gar nichts. Das wollen wir natürlich beide ändern. Wir möchten mehr Zwischenergebnisse, wir möchten zwischendurch Gutachten veröffentlichen, wir wollen auch gerne, soweit es uns möglich ist, öffentliche Anhörungen einführen. Aber im Bund haben wir die Situation, dass eine Enquete sehr viel breiter aufgestellt ist und sehr viel mehr alle anderen Abgeordneten mit einbezieht, in denen die Sachen aus der Enquete in die anderen Ausschüsse gehen und auch wieder zurückkommen, und in denen der Enquete was behandelt wird, was im Grunde mehr als einen bestimmten Kreis interessiert. In Nordrhein-Westfalen sind die Enquetes bisher immer so gelaufen, eher, dass sich ganz bestimmte Abgeordnete daran erinnert haben und ganz bestimmte Abgeordnete, so ist jetzt auch mein letzter Satz, ganz bestimmte Abgeordnete nachher meistens aus einem bestimmten Ausschuss auf die Enquete wieder besonnen haben in späteren Legislaturperioden und sie dann zum Anlass genommen haben, Dinge umzusetzen. Und im Bund ist es ein bisschen anders. Deshalb, wenn man Enquetes aus dem Bund kennt, darf man sie nicht direkt mit einer NRW-Enquete vergleichen. Ja, genau wie Britta gerade sagte. Dankeschön, das war eine sehr umfassende Antwort. Ja, cool. Also meiner Meinung nach kam das bei euch beiden vor, so eine Enquete soll ja eine fraktionsübergreifende Lösung erarbeiten. Und jetzt wäre nochmal mein Interesse von euch zu erfahren, welche Chancen ihr dafür seht, dass je euer Enquete-Thema dazu dienen könnte, eine fraktionsübergreifende Lösung zu erarbeiten. Das Thema, ich nenne es jetzt mal ÖPNV-Finanzierung, ist ein Thema, was alle interessiert. Also alle Fraktionen hier interessiert das. Es gibt zwar natürlich hier Fraktionen, die andere Schwerpunkte in der Verkehrspolitik setzen, aber es ist ein Thema, wo man sich kümmern muss und wo sich irgendjemand auch mal hinsetzen muss. Sonst haben wir irgendwann ja so eine No-Go-Situation, also die teilweise jetzt schon heraufbeschworen wird. Und ich habe ja ausgeführt, was andere Politiker dann tun, um das Ding irgendwie zu pushen und irgendwie dafür zu sorgen, dass sie zumindest Geld kriegen. Und wir denken aber nur Geld, um weiter so zu machen wie bisher und so die Instandhaltungssachen so ein bisschen auszubessern, reicht nicht. Und wir haben in unserer Arbeit in den Ausschüssen auch schon oft Zustimmung bekommen, gerade bei den Dingen, wo Experten gesagt haben, ja, sie liegen richtig, Piraten liegen richtig, aber die anderen Fraktionen haben halt nicht dann direkt unserem Antrag zugestimmt, ist klar, sondern haben dann gesagt, ja, lass den noch mal, lass uns noch mal drüber sprechen, sowas, ihr kennt das. Sondern Enquete
würde uns dazu helfen, dass diese Expertenmeinung, also im Grunde das, was in der Wissenschaft und in der Praxis schon State of the Art ist, in die Politik zu transferieren und vielleicht nicht, also die Handlungsempfehlungen werden gut ausfallen, ja, aber das heißt ja nicht, dass sie umgesetzt werden von der Landesregierung. Vielleicht nicht in dieser Legislaturperiode bereits angegangen werden, aber wir haben dann, weil die Enquete ja auch relativ am Ende der Legislaturperiode fertig ist, eine perfekte Grundlage für die nächste Legislaturperiode. Selbst sollten wir nicht mehr dabei sein, haben wir da was gelegt, wo andere Abgeordnete drauf aufbauen können. Ein Grundstein, genau. Ein Mosaik, nicht, nein, ein Monolith. Also wir haben was, wir bereiten praktisch dann was vor, was dann auch umgesetzt werden kann. Ich glaube nicht, dass sich die anderen Abgeordneten dann davor sträuben, eine Lösung zu haben. Das muss übrigens nicht der Fahrstand nur so PNV sein, das ist nur ein Teilaspekt, den wollen wir gerne mit behandeln, aber eine Lösung haben, wie man zum Beispiel eine Finanzierung aufstellen kann, um die Stadtbahntunnel in Nordrhein-Westfalen zu erhalten. Ich glaube, das interessiert alle. Kurzes Kabel. Ja, es sind ja zwei Dinge. Zum einen geht es um das Thema Privatheit zu thematisieren und die anderen Fraktionen für die Privatheit zu sensibilisieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, da rennen wir überall, offene Türen. Vielleicht wollen einige nicht darüber reden, aber das ist natürlich auch im Rahmen der Enquete. Wenn es da das Thema ist, dann geht das nicht anders. Verschließen wird sich dem niemand. Wir brauchen eine Lösung. Und ich glaube nicht, dass es eine Fraktion gibt, die sich halt, wie gesagt, dem Thema verschließt. Am Ende steht der Prozess der Privatheitsfolgenabschätzung als System, als Konstrukt, um zukünftig Prozesse bei Gesetzgebung, bei Verordnungen, bei auch Wirtschaftsverfahren, was auch immer, in diese Privatheitsfolgenabschätzung zu machen. Das ist das Ziel der Enquete, die Kriterien dafür zu entwickeln. Und das wird sie tun. Ich denke auch, das wird sie so tun, dass am Ende tatsächlich noch eine Privatheit da ist. Wir können das als kleinste Fraktion, das Ergebnis natürlich, wir können die Privatheit, die Definition nicht, wir können sie beeinflussen, aber wir können sie nicht vorhersehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie nicht vorhanden sein wird. Das heißt, sie wird vorhanden sein. Insofern werden wir ein gutes Ergebnis haben. Du guckst ein bisschen fragend. Ja, ich glaube, das war irgendwie nicht ganz meine Frage. Also welche Chance ihr dafür seht, dass es eine fraktionsübergreifende Lösung geben wird? Also ihr beide gerne, also dass du gerne eine Lösung hättest, ist mir klar, aber welche Chance du für eine fraktionsübergreifende Lösung siehst? Entschuldigung, wenn das nicht rausgekommen ist. Wir werden, das wollte ich jetzt am Schluss, ich kann dir nicht sagen, wie die Privatheit genau definiert werden wird in der Enquete in der Gemeinschaft der Fraktionen. Ich glaube aber, dass sie als privat definiert werden wird. Also wir werden ein Ergebnis haben mit den Fraktionen. Also du guckst mich immer noch fragend an. Also das kannst du nicht ablehnen. Es geht um die Ausgestaltung. Es geht um die Ausgestaltung. Das ist das, was bei uns zur Debatte steht letztlich. Die Ausgestaltung der Definition Privatheit und wie stark ist diese Privatheitsfolgenabschätzung im Nachhinein, also am Ende definiert. Da ist der Spielraum. Dass sie überhaupt nicht stattfinden wird, das kann ich mir nicht vorstellen, weil dieses Thema eigentlich im Interesse von allen ist. Die Frage ist der Grad der Ausgestaltung. Das ist eigentlich das, was zur Debatte steht. Und da bin ich aber sehr positiv gestimmt, weil dieser positive Ansatz mit dem Thema, ich sag mal, Überwachung umzugehen, halt Privatheit zu schützen, der betrifft halt jeden Menschen. Da ist die Parteipolitik irgendwo ein bisschen außen vor, weil das sehr nah am Menschen liegt einfach. Insofern bin ich, wie gesagt, sehr positiv, dass wir da gute Ergebnisse kriegen. Im Detail mag es uns nicht gefallen, aber insgesamt, wie gesagt, sehr positiv gestimmt bin ich da.
ich habe noch eine kleine Anekdote. Ich weiß nicht, was der Stefan erzählen wollte, aber ich wollte aus der wohnungswirtschaftlicher Wandel erzählen. Also wir haben natürlich dort am Ende die anderen beiden Enquetten sind ja noch nicht fertig. Wir haben dort am Ende halt so einen Handlungsempfehlungskatalog gehabt, wo sich die FDP anschließen konnte, obwohl sie ganz am Anfang komplett anderer Meinung war. Die CDU nicht übrigens, aus politischen Gründen würde ich mal sagen. Das heißt natürlich nicht, dass die FDP am Ende allem zustimmt und dass sie am Ende komplett der Meinung ist. Das wird auch bei uns wahrscheinlich am Ende nicht so ganz passieren. Aber man springt so ein bisschen bei so einer Enquete über den Schatten, weil man hat 2 Jahre lang an diesem Thema gearbeitet. Und diese Abgeordneten, die da drin sind, die entwickeln sich auch, also beziehungsweise deren Wissen geht weiter. Deshalb habe ich ja so viel drauf gesetzt, hier, es kommt auf die Experten drauf an. Wenn die Experten auf unserer Seite sozusagen sind, beziehungsweise wenn die Experten mehr Wissen haben, als die Politik jetzt in ihren Handlungen verwendet, dann ist das immer gut. Und es gab Situationen, wo dann ein FDP-Abgeordneter dem Typen von der IHK, glaube ich, war es, gesagt hat, ja, so wie Sie habe ich am Anfang auch gedacht, aber jetzt nach 1,5 Jahren Enquete sage ich Ihnen, das ist so und so. Und das fand ich zum Beispiel sehr schön zu sehen, dass sich Abgeordnete praktisch innerhalb dieser 2 Jahren dann auch auf so ein Thema einlassen. Das betrifft jetzt, denke ich, beide Themen auch. Ich möchte es ganz kurz, entschuldigen. Nein, bitte. Das ist schön mit dem ganz kurz, aber es wird bei dir auch gerne etwas länger als kurz. Nixos würde mich jetzt sehr freuen. Danke. Also erstmal denke ich, ihr bedient mit der von euch vorgeschlagenen Enquetenkommission ein Kernthema von uns. Das ist ganz eindeutig so. Oliver bedient meines Erachtens mehr ein Thema, was ich persönlich nicht als Kernthema bezeichnen würde, aber als Thema, wo wir ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben und wo wir eine größere Konkretheit in den möglichen politischen Folgen haben. Die Frage, die sich aber anschließt, ist, man kann sicherlich unterschiedliche Anforderungen oder Vorstellungen haben, was man als Fraktion mit der von der Fraktion beantragten Enquete erreichen will. Eine Möglichkeit ist, Handlungsoptionen oder Politikfelder für die Parteibasis, für die Gesamtpartei und auch, und das ist mir sehr wichtig, in der kommenden Kommunalpolitik zu eröffnen. Es ist halt so, uns fehlt meines Erachtens weitestgehend ein solider Unterbau, eine politische Basis, was Aktivität anbelangt. Wir werden sie hoffentlich deutlich ausweiten können nach den Kommunalwahlen. Und die Frage ist, was ergeben sich aus eurer jeweiligen Sicht an Handlungsfeldern, gerade also auch für die Parteibasis, aber gerade auch auf dem Feld der Kommunalpolitik. Wie gesagt, ihr müsst das nicht im Vordergrund sehen, das ist sehr neutral für mich, aber trotzdem die Frage von mir, was versprecht ihr euch davon, von den möglichen Ergebnissen und auch im Laufe der Enquete-Kommission, wo es ja im Allgemeinen Zwischenergebnisse gibt, für die konkrete politische Arbeit der Parteibasis, gerade auf der Ebene der Kommune? Also wir haben jetzt hier gerade noch das Chart mit Mobilität, Smart City und so weiter. Das sind alles Dinge, die in der Kommune vorkommen. Und vor allen Dingen, wir haben hier kommunale Selbstverantwortung. Das heißt, hier wird sehr viel in einzelnen Kommunen, wenn man sagen, jeweils selbst gemacht. Wenn ich jetzt allein bei Smart City an das Thema, die Straßenlaternensteuerung, solche Dinge, das sind einfach Sachen, die kommen überall vor. Das ist etwas, was dann die Leute hier, unsere Leute aus der Kommunalpolitik hier abgreifen können und in ihre Kommune reintragen können zum Debattieren. Bildung, E-Government, das sind alles Dinge, die da vorkommen. Also sprich, das ist nicht irgendwas Isoliertes, keine Wolke, wo hier eine Diskussion stattfindet. Die Themen, die sind sehr nah an dem, was vor Ort passiert. Das, ja. So, es wird nicht leicht, das mit dem Kurz, aber die Kommunen sind die gerade darunter leiden, dass wir uns im Landtag nicht mit dem Thema ordentlich beschäftigen. ÖPNV und vor allem Finanzierung ÖPNV und Verkehrsfinanzierung im Bereich ÖPV und ÖPNV, weil das Geld kommt vom Bund, das Land gibt nur ganz wenig Sozialticket und Ausbildungsverkehr dazu, leitet es an die Kommunen weiter und die Kommunen
haben jetzt das Problem, dass sie, wie ich ja ein Beispiel Mülheim da gezeigt habe, dass sie allerdings gucken müssen, wo sie sparen wollen, und dann fällt eventuell ÖPNV zum Opfer, obwohl das absolut gesellschaftlich keinen Sinn macht. Und wenn man über alle Finanztöpfe der Deutschlands guckt, macht es total keinen Sinn, da irgendwie eine Straßenbahnlinie einzustellen, aber in der Kommune herrscht Handlungsdruck. Und das kommt weil davon, dass wir uns im Landtag darum nicht kümmern. Und ich habe ja Beispiele gezeigt, dass es in den Kommunen auch bei uns Piraten ein sehr großes Thema ist und dass sie natürlich aus dem Landtag nicht nur Informationen wollen, sondern auch Unterstützung haben wollen. Und das gestaltet sich manchmal momentan etwas schwierig, weil ich teilweise diese Unterstützung oder diese Informationen gar nicht geben kann, weil wir selber im Landtag erstmal versuchen müssen, diese Daten und diese Sachen zu kriegen, wo wir auch schon diverse Anträge gestellt haben. Damit lasse ich mal sein. Stefan, eine besondere, oder jetzt noch dazu, noch mal einen on top? Ja, nur eine Ergänzung, ist zwar halb weg, weil du das als Kernthema so definiert hattest. Das ist richtig, dass das Thema Privatheit ein Kernthema ist. Und im Bereich ÖPNV wir da etwas konkreter sind mit Piratenvorstellungen. Für mich oder für uns ist halt auch wichtig im Moment, dass dieses Thema Privatheit einfach vorkommen muss. Es muss darüber gesprochen werden. Wir brauchen ein Forum, um das, um unser Kernthema zu transportieren, um das vorkommen zu lassen. Und zwar ein Forum, was über den Antrag, den Einzelnen hier im Plenum rausgeht, was tiefer geht. Dafür ist das gedacht. Okay. Entschuldigung, ich wollte vorhin nur ergänzend als Teil des Teams ÖPNV auf Andreas' Frage antworten, keinen eigenen Beitrag setzen. Ich will ja hier keine Fragen stellen, das fände ich ja unangemessen. Zur Frage der Umsetzbarkeit des Themas in einer Enquete und der fraktionsübergreifenden Positionierung des Themas. Ich habe sehr den Eindruck durch die Gespräche im Ausschuss und in den ausschussbegleitenden Aktivitäten, dass dieses Thema reif ist für eine fraktionsübergreifende Auseinandersetzung. Das Thema wird längst von allen Experten hoch und runter gesungen, in unterschiedlicher Tonation natürlich, aber wir sind uns außerhalb des Landtages längst einig, dass wir grundlegend anders agieren müssen, wenn es um die nachhaltige Finanzierung des ÖPNV geht. Es wäre falsch zu argumentieren, dass heute ÖPNV ticketfinanziert ist und wir auf eine Umlagefinanzierung abstellen wollen. Bereits heute wird mindestens die Hälfte des ÖPNV umlagefinanziert. Wir wollen die andere Hälfte auch umlagefinanziert diskutieren. Was die anderen Fraktionen momentan nicht können, ist genau das zu sagen. Die anderen Fraktionen, und zwar nicht nur SPD und Grün, aber die vor allen Dingen, gehen mit dem Thema ÖPNV, nachhaltige Mobilität in alle Wahlkämpfe, egal ob auf kommunaler oder auf europäischer Ebene. Das heißt, das Thema ist anschlussfähig, das Thema will an den Landtag gebracht werden, die anderen können es momentan noch nicht, die brauchen uns, um aufs Feld getrieben zu werden. Diese Gelegenheit geben wir ihnen. Wir können mit den anderen Fraktionen, übrigens auch mit einer sehr homogenen, in Anführungszeichen homogenen Gruppe von Sachverständigen arbeiten, und ich bin deshalb sehr zuversichtlich, dass die anderen ein Stück weit auf uns warten. Eine Hintergrundinformation. Die FDP hat ihren Antrag Logistik zurückgestellt, weil sie nicht zwei Mobilitäts-Enquetes machen wollen und unsere wichtiger findet. Also das ist jetzt kein Ausweis für die Güte unserer Enquete, aber das zeigt, wie sehr die anderen darauf warten und wie wenig die anderen momentan in der Lage sind, dieses Thema, das doch alle wollen, selber an den Start zu bringen, weil sie Fraktionszwänge haben. Das war die Antwort auf deine Frage. Dann habe ich jetzt noch Andrea und Linus nochmal. Und jetzt hattest du zwischendurch auch die Hand oben, hat Mabo? Okay, dann Andrea. Ich hätte eine Anschlussfrage, weil der Nixus seine Anschlussfragen nicht gestellt hat. Jetzt muss ich mal gucken. Du hattest was zur kommunalen Relevanz gestellt. Und ich würde eigentlich gerne von beiden Antragstellern wissen, welche Ansätze es schon dazu gibt, diese Themen auch irgendwie in der Basis oder kommunal zu verankern. Wie stellt ihr euch das vor? Oder wollt ihr das hier schön inselmäßig wieder im Landtag behandeln?
Also, die Frage ist jetzt, wie man die Enquete direkt nach außen tragen kann. Eine Enquete ist halt zum großen gewissen Teil, bis auf die Berichte und die Sachen, die nach außen kommen und gegebenenfalls, wenn wir es durchsetzen können, halt öffentliche Anhörungen, natürlich auch hier im Landtag verortet. Aber um die Enquete rankt sich ja entsprechend ein Thema und das Thema ist für viele Piraten, also das Thema Mobilität und ÖPNV ist für viele Piraten hochrelevant und sie interessieren sich auch dafür. Deshalb habe ich auch schon halt diverse Anfragen bekommen, mal über fahrscheinlosen ÖPNV oder überhaupt ÖPNV, Sozialticket, irgendwo zu sprechen. In Essen, Solingen, gut, Aschaffenburg und Bremen sind nicht NRW, aber in Wuppertal, in Bielefeld war ich wurde auch schon für ein paar andere Sachen angefragt. Das heißt, das Thema wird verbreitet und ich würde das ein bisschen so handeln wie Frau Schneckenburger, die trotzdem in die Orte gegangen ist und sich dann natürlich zu den Themen der Enquete geäußert hat. Das ist also nur weil man hier eine Enquete macht, ist es keine Sache, dass man nicht draußen drüber reden darf. Was man nicht tut während einer Enquete, ist halt oft dann entsprechend genau das, was in der Enquete gerade behandelt wird, also wenn es eine Anhörung gibt, das sofort in den Landtag zu packen, in einen Antrag. Ja, das macht man nicht, auch bei PUAS nicht. Und das heißt, dass es ein paar Dinge wahrscheinlich gibt in einer Enquete, wo man sagen muss, ja, jetzt warten wir aber erstmal die Handlungsempfehlung ab. Sehe ich aber bei unserem Thema nicht als Problem. Es gibt genug ÖPNV-Themen, die aus der Enquete draußen bleiben, die wir hier weiter behandeln. Und Bauenverkehr ist sowieso unerschöpflich. Sozialticket zum Beispiel hat erstmal nichts damit zu tun, nur so als Beispiel für einen Antrag, den man halt ohne weiteres trotzdem stellen kann und den man auch lokal natürlich weiterverarbeiten kann. Sozialticket ist auch lokal gut verarbeitbar. Ansonsten Enquete habe ich jetzt mit den Leuten aus dem AK Bauen und Verkehr natürlich diskutiert. Das sind zwar nicht so viele Leute, aber immerhin ein paar. Wenn wir eine Enquete ÖPNV-Mobilität hätten, dann wären ja wesentlich mehr Ressourcen auch darauf gepackt, auf genau dieses Thema. Und wir können also dann auch als ich als Abgeordneter zum Beispiel oder wer auch immer dann noch mit in dem Boot drin ist als Abgeordneter, dann mit diesem Thema natürlich auch besser vorbereitet und vor allem total kompetent und viel besser als die anderen Parteien vor Ort, dann zum Beispiel solche Vorträge oder Diskussionsabende oder sowas machen. Kann ich bei der Beantwortung der Fragen bitte auch etwas immer den Blick auf die Zeit doch nochmal in Erinnerung rufen, weil wir haben im Augenblick noch auf der Liste den Linus, den Marbo, den Nixus und eine längere Ausführung macht es nicht unbedingt prägnanter. Von daher, Linus dann vielleicht? Oder natürlich, ihr könnt natürlich auch noch keine weiter antworten. Ja, ich wollte von unserer Seite darauf antworten. Auch wenn ich schnell sein soll, 3 Punkte dazu. Das Thema Privatheit in der digitalisierten Gesellschaft ist, wie ich vorhin schon sagte, ein Thema, was auf allen Ebenen besprochen werden muss. Das bietet ein unglaubliches Mitmachpotenzial, denn wir alle wollen zusammen die Gesellschaft gestalten. Das bedeutet, weiterer Punkt ist, dass wir hier mittlerweile auch schon zu Basispiraten, zur Kommunalpolitik Kontakte haben, auch was zum Beispiel das Thema Videoüberwachung, sichere Datenbanken und so weiter angeht. Das heißt, da ist schon eine Sensibilisierung, da ist schon ein Kontakt da. Hier gilt es, sich auszutauschen und natürlich dem zusammenzuarbeiten. Und wie wir auch hoffentlich auch bei den etwas breiter gefassten Themen deutlich machen konnten. Wir wollen pragmatische Lösungen erarbeiten in der Enquete. Die soll sich auf wirklich spezifische Probleme in den jeweiligen Themenfeldern fokussieren und dann eben Lösungen erarbeiten, die in der Kommune natürlich genauso wichtig und relevant sein werden. Den Punkt, den ich gerade vergessen hatte, noch beim ersten, will ich nur kurz sagen. Das ist ein Thema, was Experten wissen und aber auch Laien wissen.
zusammenbringen sollte. Denn hier sind auch Wahrnehmen und Ängste der Bevölkerung und der interessierten Bürgerschaft wichtig. Okay, Linus zieht zurück. Das heißt, dann hätte ich jetzt den Mabo. An das Team ÖPNV hätte ich die Frage, nach dem, was jetzt gerade hier dargestellt wurde, sind die Fraktionen sich in weiten Teilen einig? Bedarf es dazu im Hinblick auch zu einem Thema, das auch ganz anders gewichtet ist und wo die anderen Fraktionen auch anders aufgestellt sind, einer zweijährigen Enquete, um das Ziel zu erreichen, das wir uns dann, wie hier beschrieben, schon vorstellen, übergreifend zu erzielen? Also ich meine, ich kann das nicht einschätzen, deshalb die offene Frage, ist es nicht sinnvoller, einen gesellschaftlichen Konsens, sofern er denn unterschwellig auch bei anderen schon vorhanden ist, nicht öffentlich auszudiskutieren, während wir bei dem Punkt Privatheit vielleicht, und jetzt vorsichtig, ich weiß, dafür kann ich jetzt hier schon wieder aus der Partei geworfen werden, die Diskretheit dieser Runde nutzen können, um überparteilich, überparteilich Punkte auszutauschen, die vielleicht den Diskutanten aus den jeweiligen anderen Fraktionen in öffentlicher Sitzung weitaus schwieriger fallen. So eine Enquete tagt nicht öffentlich. Ja, es gibt öffentliche Anhörungen von Sachverständigen, das ist eine Geschichte. Aber letztendlich muss jeder auch seinen Standpunkt darlegen und die Hosen runterlassen. Wir sind sehr forsch und haben bisher sehr wenig konsensorientiert gearbeitet, im Sinne, dass wir wirklich auch unsere Ziele erreicht haben. Klar, wir haben einen Konsens eingegangen, wenn das die Ziele der anderen waren. Bei dem Punkt Privatheit stoßen wir allerdings an einen Punkt, wo ich gerne von der FDP wissen möchte, wie die Artikel aus der FAZ vor der CeBIT zu werten sind zum Thema Big Data. Das spielt da nämlich rein. Und ich wüsste gerne von der CDU, wie sie sich den Begriff Privatheit vorstellen, wenn sie Datenschutzstandards senken möchte. Und das kann ich nicht in öffentlicher Sitzung. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Also jetzt einmal an das Team ÖPNV, wie sie sich das vorstellt mit dem Konsens, und das andere dann an das Team Datenschutz, Privatheit, inwiefern da eine hilfreiche Stellungnahme wäre, sich auch mal hinter verschlossener Tür zu treffen. Gute Frage. Ich darf übernehmen für das Team ÖPNV. Eine Enquete-Kommission ist keine Erziehungsveranstaltung. Es geht nicht darum, dass wir den anderen erzählen, was sie zu lernen haben, sondern eine Enquete-Kommission ist ein zweijähriger, wissenschaftlich begründeter Erarbeitungsprozess von gemeinsamen Positionen zur Umsetzung in die Landespolitik. Aus einer Enquete-Kommission entstehen konkrete, nicht abstrakte, sondern konkrete Handlungsempfehlungen, die in Verordnungen und Gesetzen münden. Das kann man momentan mit der Enquete-Kommission Wohnungswirtschaftlicher Wandel ganz wunderbar sehen. Die ist letztes Jahr zu Ende gegangen im April oder Mai. Und wir haben jetzt das vierte oder fünfte Gesetz in der Folge dieser Enquete-Kommission. Nur weil ich vorhin behauptet habe, zu Recht meine ich, dass das Thema anschlussfähig ist, heißt es nicht, dass wir mit der FDP bereits einen Konsens darüber hätten, dass wir eine Umlagefinanzierung wollen. Die FDP ist dieser Auffassung nicht, keineswegs. Und es geht ja auch nicht nur um die Umlagefinanzierung, es geht um die Finanzierung von ÖPNV überhaupt. Oliver hat es angedeutet, in Bezug auch auf die kommunalen Haushalte, in Bezug auf die Entwicklungsfähigkeit der Regionen, in Bezug auf die Beendigung der Abkopplung von schrumpfenden versus wachsenden Regionen. All das hängt mit ÖPNV-Angeboten zusammen und all das muss in so einer Enquete-Kommission behandelt werden. Und all das ist jetzt bestenfalls rudimentär oder auch entwickelt in einzelnen Fällen außerhalb des Landtages verfügbar, aber nicht im Landtag. Das stand vorhin auf einer Folie von Oliver. Aus dem Expertenthema müssen wir ein politisches Thema machen. Es muss hier am Landtag behandelt werden und wir, die Piraten, haben hier die Möglichkeit, die anderen mitzunehmen, ohne sie zu erziehen. Wir können mit ihnen einen Konsens darüber erzielen, wie Mobilität in der Zukunft stattzufinden hat, und das braucht eine gewisse Nähe, ohne dass es austauschbar ist. Also ich behaupte, wir können mit den anderen Fraktionen, ohne uns misszuverstehen, über die Gegenstände in die Debatte treten, weil wir so nah bei den anderen Fraktionen sind, dass das gelingt. Wir sind aber gleichzeitig so weit von ihnen weg, dass wir einen mehrmonatigen, zweijährigen Prozess brauchen, um auf der politischen Agenda all das umzusetzen. Wir haben einen 10-Punkte-Katalog erarbeitet in unserem Antrag, der liegt ja vor, den kannst du ja lesen, deutlich macht, dass wir es hier durchaus mit auch
schwierigeren Fragestellungen zu tun haben, die nicht im Vorbeigehen im normalen politischen Alltagsgeschäft erledigbar sind. Und eine Enquete-Kommission hat bestimmte Zwänge, die wollen wir versuchen zu bedienen. Die Frage war jetzt explizit eigentlich nur ans ÖPNV-Team gerichtet, ne? Achso, Entschuldigung. Würdest du die nochmal, genau. Inwiefern bietet ein geschlossener Rahmen und geschlossener Raum, in dem Fall auch wie die Enquete-Kommission, Vorteile in Bezug auf die vielleicht, und das klang ja an in der Frage, unterschiedlichen Standpunkte zu dem Thema und wie wollt ihr die ausfüllen? Ich weiß nicht, ob ich die Frage zufriedenstellend beantworten kann, aber auch ich möchte noch kurz vielleicht auch ein bisschen anschließen an dem, was du gesagt hast, Steffen. Ich hoffe nicht, dass wir den Eindruck gemacht haben, dass wir dort lehrermäßig erklären möchten, wie die Welt funktioniert in unserer Enquete. Aber wir maßen uns ja vielleicht, oder ich würde es mir teilweise vielleicht anmaßen, technologischen Entwicklungen doch schon da etwas okay, jetzt habe ich weiterzudenken, na, vielleicht aber dem Ganzen schon auch entgegenzusehen, das ein bisschen bewusster schon wahrzunehmen. Und deshalb glaube ich das auch, und auch ich glaube, dass wir viele Experten da letztendlich die gleiche Perspektive haben wie wir. Und demnach ist die Enquete die Möglichkeit bietet, mit Sachverständigen, mit Experten in dem Feld da weiterzukommen thematisch, mit allen zusammen eine bewusste und auch konstruktive Diskussion zu führen. Und das zum einen, jetzt kriege ich viel Flüstereien, oder? Okay, na gut. Es soll nicht kommen. Okay. Es gibt sicherlich unterschiedliche Standpunkte. Ich glaube, wie wir das Pferd aufgezäumt haben, mit dem Punkt Privatheit können wir da zusammenkommen und leichter zusammenkommen auf jeden Fall. Letztendlich kann ich, wie das intern dann ablaufen würde, das nicht vorhersehen. Dazu bin ich zu wenig. Das müsste Frank beantworten. Also ich denke, dieser, weiß ich nicht, geschützte Raum, wie auch immer. Ich habe es an einer anderen Stelle schon mal gesagt, dass das Thema Privatheit und das zu definieren und wie wir das in Zukunft leben, das geht jeden an, und zwar Bürger. Und auch natürlich die Politiker, die da sitzen. Erstmal fraktionsübergreifend. Es wird dann eine sehr spannende Auseinandersetzung sicherlich werden, wie jeder seine Parteifarben da vielleicht unterbringt und wie sich halt wie eine CDU-Privatheit, eine SPD-Privatheit und wie das aussieht. So wie ich dich verstanden habe, also geschlossene Türen, das ist so vom Konstrukt her, wird das da stattfinden. Ich denke mal, es wird hart zur Sache gehen. Auch, und man wird sich dann überlegen, an welchen Stellen man halt diese Gemeinsamkeiten und wie man sie darstellt und nach draußen bringt. Also ansonsten habe ich vielleicht aber auch deine Frage immer noch nicht konkret verstanden. Wenn das jetzt nicht beantwortet ist oder so. Ja, die Zeit, nee, nee, Moment, wenn das jetzt wichtig ist, dann wird das auch beantwortet werden, unabhängig von der Zeit, finde ich. Also, Nixus, glaube ich, du hattest dich ja auch noch gemeldet. Vielleicht, und dann kannst du ja vielleicht nochmal, Marburg, gucken, wie du die Frage so formulierst, dass auch jemand wie Frank sie versteht oder so. Ich musste den jetzt leider bringen, es tut mir sehr leid. Er war einfach zu Elfmeterpunktmäßig. Es gab in der 17. Wahlperiode des Bundestages die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft. Der Abschlussbericht, der liegt ja vor, da mal gerade so reingeschaut. Ich kenne den inhaltlich nicht, also mein Fehler, den ich natürlich als Pirat gelesen zu haben. Aber so ein paar Themenpunkte erinnern stark an eure Thematik. Und die Frage ist halt, ist das da nicht behandelt? Also Datenschutz und Persönlichkeitsrechte, kommt es da gar nicht drin vor? Und Entschuldigung, die andere Frage ist, ich verstehe durchaus kommunale Bezüge. Ich habe explizit nachgefragt, ich sehe die, aber ist es nicht auf der Ebene Handlungsempfehlungen und von der Dimension des Themas tatsächlich, wäre es nicht eher auf bundespolitischer Ebene angesiedelt, wo ich zugeben muss, wir sitzen nicht im Bundestag, wir können da gerade nichts machen. Aber trotzdem die Frage an euch, gehört es nicht eher als Anschluss-Enquete, sowas gab es ja auch schon in der Vergangenheit, auf dieser Ebene? Die Enquete
Internet und digitale Gesellschaft formuliert ganz klar in dem Abschlussbericht, dass es nur der Anfang der Diskussion ist und dass an vielen Punkten diese Diskussion weitergeführt werden muss. Wenn wir uns anschauen, ich habe es auch hier dabei noch, wer gleich noch reinschauen möchte, zum Thema Datenschutz, Persönlichkeitsrechte zum Beispiel, der wird sehen, dass bei vielen Themenblöcken, zum Beispiel ganz klar bei dem Thema Bildung, Dinge angeschnitten werden, in vielen anderen Punkten allerdings auch darauf verwiesen wird, das ist ganz klar Länderkompetenz. Das müssten andere letztendlich regulieren, sich damit auseinander, noch mal stärker auseinandersetzen. Das heißt, hier wurden Dinge andiskutiert, vielfach, aber nicht zu Ende geführt. Ein anderer Punkt ist, dass ich wirklich weg will von diesem Begriff Datenschutz, denn das ist nicht nur Datenschutz, worüber wir hier reden wollen. Wenn ich mir das anschaue, das ist eine lange Auseinandersetzung mit den Datenschutzregeln, die wir bislang haben. Es geht hier um ein größeres Konzept. In Privatheit, was nicht nur Datenschutz ist, sondern weit darüber hinausgeht. Frank. Ich möchte kurz ergänzen, ich habe mit einigen Teilnehmern aus der Enquete gesprochen im Bundestag, denen unsere Idee hier vorgestellt. Die waren, ich sage jetzt mal, nahezu begeistert oder sehr erfreut, sagen wir mal so, dass es weitergeführt wird. Weil sie sehen im Moment kein Forum, wo diese Themen vor allen Dingen nach dem Vorfall letztes Jahr, Mr. Snowden. Sie sehen kein Forum, wo das weitergeführt wird. Sie suchen, sie brennen quasi darauf, dass irgendwo ein politisch angesiedeltes Forum wieder stattfindet, um halt die Themen weiter zu besprechen. Die, wie gesagt, auf allen Ebenen hatten wir eben auch gesagt, ob jetzt Welt, Europa, Bund, Land, Kommune überall wichtig sind. Und das Thema hat überall Aspekte, die besprochen und geregelt gehören. Mabo, Andrea? Du hast ja gesagt, wir müssten eigentlich um 4 Uhr zu Ende gewesen sein, ne? Wir waren ja auch ein paar Minuten später dran. Vom Beginn her waren wir ein bisschen verspätet dran, von daher, also wer jetzt... Wir können es auch direkt beenden, aber deswegen vielleicht noch kurz, kriegen wir das noch rein, wenn du möchtest? Oder? Dann war das die Frage? Eine vielleicht doch etwas längere Frage. Ich weiß nicht, es liegt an der Beantwortung. Und zwar die Antwort vermutlich. Wenn ihr jetzt, stellt euch mal vor, das andere Thema würde jetzt jeweils genommen. Wie würdet ihr an eurem eigenen Thema weiterwirken? Das kann ich ja leicht beantworten. Genau wie jetzt, nur halt nicht mit so schön vielen Ressourcen, die man hätte. Und natürlich haben wir dann auch weniger Möglichkeiten. Also wir haben schon dann, müssen wir eine andere Strategie haben, um an dem Thema auch mit den anderen Fraktionen weiterzukommen, beziehungsweise sagen wir mal gesamtgesellschaftlich weiterkommen. Ich sehe schon, dass wir wesentlich mehr Möglichkeiten mit der Enquete haben. Was auf keinen Fall passieren würde, wäre, dass wir das Thema dann sein lassen. Frank? Hier bei der Enquete, so wie wir sie für das Thema Privatheit vorstellen, ist natürlich der Charme, dass das eine Möglichkeit gibt, das Thema gesamtheitlich als Querschnittsthema zu diskutieren. Wenn wir diese Enquete so nicht hätten, wäre es weiterhin dieser, ich sag mal, Fleckenteppich. Ich würde natürlich hoffen, dass hoffen, dass bei dem Thema Kernthemen, was wir auch noch diskutieren wollen, eben dieses genommen wird. Vielleicht eben nicht als Überwachungskritik, sondern positiv als Privatheit, freundliche Politik, wie auch immer, dass das genommen wird. Ich glaube, ja, an sich aber auch weitermachen wie bisher, nur eben natürlich in den einzelnen Politikbereichen. Mabo. So, jetzt nochmal ganz unsubtil. Das ist ein extrem wichtiges Thema, was wir, der Nikolaus hat es angesprochen, nicht im Bundestag diskutieren können. Aber vor allen Dingen sehe ich hier einfach andere Mehrheitsverhältnisse. Ich möchte das Thema losgelöst
weitestgehend von der CDU diskutieren. Dazu sehe ich hier, ja, aber dazu sehe ich hier im Landtag Nordrhein-Westfalen einfach andere Mehrheiten als im Bund. Ich war letzte Woche im Bundestagsausschuss Digitale Agenda. Ich weiß, wie die CDU darüber redet, die Abschaffung des Datenschutzes. Ich weiß, dass sie es ernst meint. Und ich weiß, dass ich auf jeden Fall eher einen größeren Partner wie die SPD dazu bewege, auch durch direkte Ansprache der Piraten hier in Nordrhein-Westfalen, als durch nicht vorhandene Ressourcen im Bund. Das ist definitiv ein Thema. Und deshalb nochmal ganz klar die Frage, und so sehe ich das halt, und man kann es mir auch negativ ausdenken, aber ist die Enquete-Kommission geeignet dadurch, dass man auch hinter verschlossenen Türen anders verhandeln kann als öffentlich im Plenum mit der CDU und der SPD eine andere Gesprächsebene in der Enquete zu finden als in der Öffentlichkeit? Das ist eine total ernst gemeinte Frage. Ich habe es gerade vielleicht zu subtil ausgedrückt, aber genau das schwebt mir halt im Kopf vor. Ja, also ganz schnell, ja, logisch. Punkt. Kai möchte da einen Einwand bringen. Ja, die Möglichkeit existiert, absolut. Also in der Enquete verhält sich das deutlich anders als so in den Ausschüssen oder so. Aber ich sag mal, das politische Geplänkel fällt nicht unbedingt weg. Ne? Also das heißt, wenn da die Position, und das war ja auch einer meiner Argumente beim letzten Mal, wenn da die Position absolut kontra ist, dann stößt du auch weiter auf Granit an der Stelle und schießt dir damit eventuell deine Enquete auch JWD. Also du hast sicherlich öfter, ich habe einige Mal mit der Andrea gesprochen, also sie bemängelt eigentlich in der Chemie-Enquete dann doch in bestimmten Themenbereichen die vorgefassten, politisch festgesetzten Positionen, die sich dann eben auch nicht mehr durch wissenschaftliche Arbeit, die ja der eigentliche Anspruch ist, beheben lassen. Das ist so mein Eindruck an diversen Stellen gewesen. Aber grundsätzlich ist das so, man hört es ja dann, man hört es ja dann auch nicht im Stream. Frank noch dazu? Ja, ich würde nur ganz kurz auch noch anfügen, ein absolutes Kontra sehe ich vom Thema her nicht möglich. Und was die Verhältnisse angeht, hat Mabo das eigentlich schon ausgeführt. Wie gesagt, was nachher rauskommt, wie das gefärbt ist, müssen wir sehen. Aber ein absolutes Kontra, irgendwie sowas, wie es vielleicht an anderer Stelle käme, kann ich hier nicht, also würde ich nicht erwarten. Okay, doch noch? Ja, ich möchte auch noch mal ganz kurz, weil ich, also ich würde es als Position auch so sehen, was Mabo gerade gesagt hat. Datenschutz ist da halt natürlich auch ein wichtiges Thema. Ich meine, ich bin hier klar für den ÖPNV als Enquete, aber Datenschutz, es krankt tatsächlich daran, dass wir mit den anderen nicht so wirklich da ins Gespräch kommen oder auch kein Verständnis da ist. Und da mal hinter verschlossenen Türen zu sprechen, das ist ja quasi politische Psychologie, zu verstehen, was da los ist, woran es krankt, damit man die Argumentation anpassen kann, damit man in Zukunft wirklich auch mal Vorschläge machen kann, Lösungsvorschläge unterbreiten kann, um bei dem Thema Datenschutz voranzukommen, wäre wichtig. Aber in der Enquete da erstmal monatelang drüber zu sprechen, ist schon das Aus für die Enquete, so sehe ich das. Aber das wäre total wichtig, deswegen wäre es ja mein Appell, genau das zu tun, was Mabo gesagt hat, mit den anderen zu sprechen. Das kann im Ausschuss beginnen, das kann abseits von Veranstaltungen beginnen, dass man einfach mal kapiert, warum blockieren die diese Themen, die für uns so wichtig sind. Das ist ja quasi ein Wertkonflikt. Die sehen es diametral anders und ich kann mir auch deswegen nicht vorstellen, dass man erstmal sehr schnell dann in eine konstruktive Arbeit kommt in einer solchen Enquete. Aber ich sage das jetzt hier, weil ich eben auch sage, dass das Thema Datenschutz ist sehr, sehr wichtig. Und wir müssen vorankommen. Und dazu müssen wir die Position der anderen verstehen. Und das ist dann eben auch ja, ein Stück weit politische Psychologie. Irgendwie, ich kann mir selber ja nicht erklären, warum ein CDUler da teilweise sowas von kein Verständnis hat oder in Berlin da den Datenschutz noch absenken will. Da muss man halt
ja, hier auf Landesebene werden die Entscheidungen eh nicht getroffen, aber da muss man eben Gespräche drüber führen und sensibilisieren. Ja, ich denke aber, weil das total unklar ist, kann man nicht konstruktiv in einer Enquete zu dem Thema arbeiten. Leider. Die Möglichkeiten, neue Narrative zu schaffen und auszuloten entsprechend, ja, ist natürlich auch nochmal ein großes, weites Feld in dem Zusammenhang. Habt ihr beide euch Gedanken gemacht, wie ihr jetzt sozusagen in der Frage, welche Enquete wir wann, wo, wie beschließen möchten, sie zu beantragen, weiter vorgehen wollen? Einen kleinen Fahrplan für die Zukunft? Wenn ihr den dann eben vorstellen möchtet. Ich glaube, der Frank will was anderes vorschlagen. Aber deshalb mache ich erst das, was wir eigentlich vorhatten und was, wofür ich auch immer noch, also ich bin immer noch dafür, dass tatsächlich morgen in der Fraktionssitzung mit einer Beschlussvorlage abzustimmen und wirklich morgen die Entscheidung zu treffen. Hintergrund ist, dass dann halt das Juni-Plenum möglich ist. Wenn wir das morgen nicht entscheiden, wird es schwierig, weil so ein bisschen was an den Anträgen machen müssen wir schon. Das können wir natürlich auch parallel machen an beiden, aber dazu kommt noch, dass man auch durchaus, bevor man das einreicht, dann doch noch ein paar explizitere Gespräche führen müsste mit möglichen Sachverständigen vor allem oder mit den anderen Fraktionen. Und das mache ich natürlich lieber, wenn die Enquete fest ist, wenn ein Häkchen hinter ist. Frank? Tja, so hatten wir das besprochen, dass wir morgen eine Entscheidung machen. Ich finde es gut, wenn wir uns mal entscheiden, auf jeden Fall. Ich freue mich allerdings, oder ich wünsche mir eine informierte Entscheidung. Das heißt, es ist dann hier an jedem, dass er nochmal die anderen MDL informiert und irgendwie überredet bekommt, sich 2 Stunden eine Datei nochmal anzugucken oder wenigstens eine Stunde Präsentation. Ich wage, also ich habe da nicht so viel Hoffnung, weil es ist einfach, wir haben 16:30, ja. Ich fände es schade, eine uninformierte Entscheidung zu treffen. Das kennen wir ja, das Problem sozusagen, aber halt die Information überhaupt zur Verfügung zu stellen, ist ja halt auch schon mal ein Ansatz. Und in der Hinsicht, eure Präsentation könnt ihr ja vielleicht auch nochmal ins Blog. Mein Vorschlag wäre, ihr packt die nochmal ins Blog oder ins Wiki oder verlinkt die dann entsprechend in einem gemeinsamen Beitrag nochmal zusätzlich, wie auch immer. Sammelt das, macht es öffentlich, macht irgendwas. Und von daher, ja, dann. Also ich glaube, ich bin auch dafür, sich schnell zu entscheiden. Ich möchte nur betonen, dass es ja hier wirklich um eine Themenentscheidung geht. Und dann, je nachdem, für welches Thema sich entschieden wird, dann alles Weitere nochmal diskutiert werden sollte. Das heißt, welcher Input, wer möchte noch welchen Input geben? Hier kam ja gerade zum Beispiel das Thema Verkehrsverbünde beim ÖPNV auf. Bei uns kommt sicherlich, wir hatten ganz explizit danach gefragt, noch was zurückzubekommen. Es geht erstmal um eine Themenrichtung und alles Weitere danach. Ich finde, das ist auch ein ganz schickes Schlusswort. Ihr könnt auch noch gerne sozusagen von externen lobbyieren. Bombardiert die Abgeordneten mit Mails, nervt sie von mir aus noch, ruft sie an, belästigt sie, dass sie sich für irgendeine Richtung eines Themas entscheiden, dann halt zur morgigen Fraktionssitzung. Und von daher sage ich ganz einfach mal bis morgen. Es gefällt dir nicht, ne? Ich weiß. Wie viel Zeit hast du eingeplant?